So, herzlich willkommen zum Vortrag Ohne anderes Geld, keine andere Wirtschaft. Womit fange ich an? Wer kennt diese Person? Wer sozusagen kann die Bilder zuordnen, kann sagen, okay, den kenne ich und so weiter. Also gerne. Links unten könnte Schumpeter sein. Okay. Ich würde sagen, links oben Silvio Gesell, könnte das sein? Ja. Noch jemand. Ja. Rechts oben ist Mises. Ja. Und in der Mitte ist Martin Friedman. Ja. Okay, wir haben ja noch zwei. In der Mitte oben ist Martin Fischer. Ja. Rechts unten ist Josef Huber. Genau, haben wir alle zusammen. So, was haben die Leute jetzt alle gemeinsam? Klar, ich rede hier über Geld. Das heißt, ich habe angeguckt, was haben die Leute über Geld gesagt und was haben sie dazu zu sagen gehabt. Also hier nochmal die Namen von links oben nach rechts unten. Und ja, Silvio Gesell hat angefangen sozusagen mit umlaufgesichertem Geld. Und da ist immer die Frage, in der Wirtschaftstheorie wird leider nie geguckt, aus welchem Kontext heraus kommen die Personen. Da wird nur die Theorie vermittelt, aber in welcher geschichtlichen Situation hat er das gemacht? Das heißt, deine Erkenntnis war zu sagen, ja, irgendwie, das Geld läuft nicht um. Er als Kaufmann hat ganz stark gemerkt, wo sind die Schwierigkeiten, warum komme ich nicht an Geld? Und er hat eben die Geldordnung als großen Bestandteil ausgemacht und hat gesagt, mit dem Zins ist das nicht so optimal. Das heißt, was gibt es noch an Möglichkeiten zu sagen, dass Geldhordung vermieden werden kann? Das ist sozusagen sein Aspekt. Irving Fischer ist dann weitergegangen, beziehungsweise hat dann darauf ausgesetzt und hat sich überlegt, okay, welches Zusammenhang gibt es zwischen Preisniveau, Geldmenge, Warenumsätze und so weiter und hat damit erstmal nur die theoretische Grundlage geliefert, zu sagen, es gibt eine Gleichgewichtsgleichung, das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Geldmenge, Preisniveau und dem Waren. Er hat das noch nicht darüber gebracht, von wegen, dass es jetzt irgendwie gesteuert werden müsse, obwohl ja die Zentralbank, die Vorstellung, was unsere Zentralbank heute macht, eigentlich sehr stark darauf basiert. Von wegen das Thema, ich will Wirtschaftswachstum und denke parallel, weil die Umlaufgeschwindigkeit konstant sei oder konstant gesetzt wird, muss ich die Geldmenge ausweiten, sonst kriege ich das Wirtschaftswachstum nicht hin. Weil das basiert dann auf dieser Theorie. Die Frage ist halt, wie sinnvoll ist diese Überlegung? Bei Ludwig von Mises ist es dann weitergegangen. Er hat seine Theorien in einer Zeit gemacht, wo gerade der Ostblock entstanden ist. Das ganze Thema Planwirtschaft. So, was hat er jetzt da gesagt? Also die Leute mit der Planwirtschaft zerstören im Endeffekt die Preisinformation. Damit sind sie wirtschaftlich nicht mehr handlungsfähig. Und im Zuge dessen hat er auch gleichzeitig gesagt, dieses ganze Fiat Money, was sozusagen in der klassischen Kapitalismus stattfindet, macht eigentlich genau das Gleiche. Das heißt, auch da wird im Endeffekt durch Geldmanipulation die Preisinformation zerstört. Und deswegen war für ihn so der Gedanke, also Gold kann ich im Endeffekt nicht so beliebig manipulieren, deswegen will er eine goldgedeckte Währung. Das wäre im Endeffekt das Bild. Die Frage ist, wie angemessen ist das Bild und wie plausibel ist es heute? Deswegen ist es immer so die Frage, in welchem Kontext sind die Überlegungen entstanden? Dann bei John Maynard Keynes ist es eigentlich schade, wie wenig sozusagen von seinen Überlegungen übrig geblieben ist. Weil der Keynesianismus ist nur ein Teilaspekt. Er hat gesagt, also kurzfristig soll der Staat halt eben in diese Rolle gehen, okay, Geld in Umlauf zu setzen. Wenn man im Endeffekt sein Buch liest, wo er das Problem des Zinses herleitet und auch überlegt, womit hängt das zusammen? Da ist eigentlich das eine Kernthema, sagt er, das kommt von der Bodenrente. Das heißt, weil Boden heute zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr so relevant war, weil im Endeffekt ja die Bauernanteil hat immer weiter abgenommen, die Landwirtschaft produktiver geworden, dann ist das Geld, sozusagen dieser Zins, dieser Rentenmechanismus aufs Geldsystem übertragen worden. Und trotzdem hat er zum Beispiel eben das Schönste, was er in seinem Buch eigentlich drin hat, wo er sagt, dass die Menschen heute noch so arm an Vermögen sind, liegt nicht an den Weltkriegen, die stattgefunden haben, sondern, wie gut sagt er, das liegt an dem Geldsystem. Und sagt in dem Zuge auch, die Zukunft wird mehr im Sinne eines Gesell sein, als eben in irgendeinem anderen. Aber dass Keynes sozusagen Gesell gelobt hat, der erfährt davon schon in der Volkswirtschaft. Ja, Milton Friedman, das Interessante ist ja, dass er aktuell eigentlich mit 100% Money gerade zitiert wird, während er ja eigentlich den Monetarismus gepredigt hat. Das heißt, das, was auf der Quantitätsgleichung aufgesetzt hat, zu sagen, wenn wir Wirtschaftswachstum wollen, müssen wir Geld in Umlauf bringen. Warum und wieso, das wird noch nicht im Hintergrund beleuchtet. Aber es wird sozusagen als These postuliert, weil die Umlaufgeschwindigkeit dann als konstant gesetzt wird, dann heißt es, ich kann nur noch durch die Manipulation der Geldmenge dafür sorgen, dass es ein Wirtschaftswachstum gibt. Die Frage ist, nach welchem Gedanken, also wie ist tatsächlich die Erklärung, außer zu sagen, es sei so. Ja, und dann im Endeffekt gegenwärtig das Thema Vollgeld. Da ist auch die Frage, was für eine Frage wird eigentlich dem Geld gestellt? Also was ist das Ziel zu ändern?
weil Vollgeld, wie es sozusagen jetzt propagiert wird, ist aus dem Jahr 2009 das Zeichen der Krise. Und da ist der Punkt zu sagen, okay, wir wollen ein Geld, damit Banken pleite gelassen werden können, damit da nicht diese Rettungsschirme gemacht werden soll. Aber ist das tatsächlich zu überlegen, wenn ich ein System habe, dass ich sozusagen nur Krisen besser bewältigen kann, ist das die Kernfrage, wenn ich mich mit dem Geld beschäftige und sage, wo will ich hin? Okay, um das Ganze nochmal eben in das Geld zu ziehen, hier die drei Grundfunktionen, die ja immer zugeordnet werden. Ja. Und vielleicht sagst du noch was dazu, wie Fiat Money den Preisfindungsmechanismus unterläuft. Ja, kann ich genau hier jetzt mit der Recheneinheit, weil da ist genau dieser Punkt, wie das sozusagen funktioniert. Weil wenn wir das mal klassisch vergleichen, als Recheneinheit wird gesagt, Geld sei ein Maßstab, würde als Maßstab verwendet werden können. Aber wenn man sich das in Bezug auf Fiat Money vorstellt, das heißt, der Metermaßstab, den ich normalerweise anlege, um diesen Tisch zum Beispiel zu messen, würde bedeuten, dass der von Jahr zu Jahr kleiner wird. Das heißt, heute ist der Tisch 3 Meter lang, nächstes Jahr wird der Tisch 4 Meter lang, obwohl er seine Form überhaupt nicht verändert hat. Aber so funktioniert Fiat Money, weil es ist immer mehr in Umlauf und es wird sozusagen der Bezugsfaktor zur Einzeleinheit wird immer kleiner. Und das ist eben genau der Punkt, warum dieses eine Geldmenge, die beliebig manipuliert wird, und dann eben das Frage der Inflation, da ist ja eben dieses Thema, warum findet eine Geldausweitung statt? Was sind die Ziele? Da komme ich gleich nochmal dazu. Aber im Endeffekt, dieser ganze Prozess, dieses ganze Gedankengebäude, was dahinter ist, ist eigentlich nur aus sich selbst heraus geboren. Das heißt, ich nehme Annahmen an die Wirtschaft an, eben Qualitätsgleichung, konstante Umlaufgeschwindigkeit und so weiter. Und dann mache ich den Faktor auf, ja, weil die konstant ist, obwohl es ja meine eigene Annahme ist, mache ich eine Geldmengenausweitung. Mit den ganzen Problemen, aber da werde ich nicht so stark eingehen, was im Endeffekt wie Inflation gemessen wird, harmonisierte Verbraucherpreisindex, was fällt dort rein an Informationen. Das heißt, dort, wo die Preise im Endeffekt immens zunehmen, wo diese Immobilien- und Finanzmärkte, die fallen da außen raus. Das heißt, genau die Sachen, die ja sozusagen die Geldmenge größtenteils auffangen, die haben keinen Einfluss auf diesen harmonisierten Verbraucherpreisindex. Ja, das andere ist die Frage des Wertspeichers. Die Frage ist, was soll das bedeuten, dass Geld ein Wertspeicher sein? Bei Gold hat man das plastisch noch irgendwie, okay, einen Goldklumpen kann ich irgendwo hinlegen und der Goldklumpen ist, weil er Gold ist, auch was wert, aber das ist nicht die Geldfunktion, das ist die materielle Funktion. Ich kann Gold auch nach 100 Jahren rausnehmen und wieder zu Schmuck verarbeiten, aber ob ich es als Geld verwenden kann, ist eine ganz andere Frage. Weil da ist nämlich genau die Frage, dieser Wert, der im Geld ausgedrückt wird, ist eigentlich die Möglichkeit, dass ich damit Güter erwerben kann. Und deswegen ist da der Punkt, wenn es diese Güter nicht gibt, wenn ein Markt zusammengebrochen ist, dann hilft mir keine Geldform weiter, sozusagen diesen Markt wieder lebendig werden zu lassen. Ich kriege ich kann diese Güter nicht nur dadurch erzeugen, dass ich Geld anbiete. Das Spannende ist zum Beispiel auch die Transposition. Das heißt, der eine ist jetzt 30 Jahre alt, von dem nehme ich eine Leistung entgegen und tausche dafür Geld aus. So, jetzt brauche ich aber 30 Jahre von dem nichts und er von mir nichts. Und 30 Jahre später gehe ich hin und sie sind vorzeitig in Rente gegangen. Ich wollte aber jetzt von ihnen was haben, ich will ja den Rücktausch noch bewerkstelligen. Ja, also die Logik, im Endeffekt die Begründung, dass es einen Wertspeicher gibt, ist an der Stelle sehr unsinnig, weil der Wert ist eigentlich immer nur der Gegenwert, aktuell zum jetzigen Zeitpunkt, der materiell geschaffen wird. Ja, und das Dritte ist im Endeffekt das, was wir am meisten kennen oder wo wir es im Endeffekt am täglichsten mit dem Geld tatsächlich zu tun haben, ist, dass wir es als Zahlungsmittel benutzen. Und das von meinem Gedanken her auch eigentlich der Schwerpunkt ist. Das heißt, Geld ist dafür da, uns diese Transaktionen zu erleichtern. Wir können jetzt überlegen, ob es sinnvoll ist, Geld zu verwenden, weil Geld bedeutet auch einen sozioökonomischen, also sozialen Aspekt. Das heißt, ich bleibe nicht schuldig. Das heißt, wenn ich jetzt das Huhn oder die Schuhe oder das Haus habe bauen lassen und das mit Geld auf der Gegenseite ausgleiche, sage ich, mit dem Bauarbeiter habe ich nichts mehr zu tun. Wenn er jetzt morgen krepiert, ist mir egal. Weil ich schulde ihm nichts und er schuldet mir nichts. Das heißt, es ist auch die Frage, ob wir diesen sozialen Aspekt tatsächlich wollen. Wollen wir eine Gesellschaft von Individuen, die sich nichts schuldig bleibt? Das heißt, wo morgen der andere sterben kann und mir ist es egal. Also deswegen, das sind
dass man für die Hauptfunktion eben das Geld diese sozialen Beziehungen entkoppelt. Das ist ein Vorteil für die arbeitsteilige Gesellschaft, weil wir können Waren aus China importieren und haben mit den Arbeitern keine persönliche Bindung und bleibt sozusagen keine Schuld offen. Genau, und das sind sozusagen dann die Übertragung, dieses Geld hat mit dem Wirtschaftssystem zu tun. Aber wozu ist das Wirtschaftssystem da? Was ist denn unsere Ökonomie? Was ist denn das Ziel der Ökonomie? Und was sind in Wirklichkeit nur Strategien, um die zu erreichen? Und dann ist die Frage, wie gut, also ich habe das jetzt mal einfach so aufgeteilt, kann man nachher gerne nochmal diskutieren, ob ihr die Ziele auch so formulieren würdet oder ob ihr sagen würdet, naja, das Ziel der Ökonomie ist doch was anderes. Also hier eben erstmal primär zu sagen, die Ökonomie ist für uns Menschen da und das heißt zur Bedürfnisbefriedigung. Das ganz primär, Nahrung, Kleidung, Wohnung und so weiter. Und dann auch die Frage, das ganze Thema der Automatisierung heutzutage. Ist die Automatisierung ein Selbstzweck oder ist sie, damit wir uns Arbeit erleichtern? Wozu haben wir eine Axt gebaut? Wozu haben wir im Endeffekt alles, was nach der Axt kam, von wegen das Rad und so weiter, haben wir das erfunden, weil wir das Rad haben wollten oder weil wir im Endeffekt auch eben das, was wir mit den eigenen Muskeln nicht schaffen, verstärken wollten, multiplizieren wollten. Und da auch wieder, Erleichterung des Lebens heißt doch nicht, was wir aktuell erleben, die Arbeitszeit wird ja ausgeweitet. Wir waren bei einer 38-Stunden-Woche, die sozusagen immer mehr passé ist. Also wenn man sich überlegt, was die IG Metall sozusagen in den Metallberufen mal durchgesetzt hatte, eine 4-Tage-Woche oder sowas, und wer redet heute noch davon? Und für alle scheint es plausibel zu sein, dass sich die Arbeitszeit wieder verlängert, obwohl wir automatisieren. Klingt irgendwie sehr unlogisch. Ja, und dann letzte Punkt ist natürlich diese Bedürfnisbefriedigung, tatsächlich die Versorgung aller Menschen, die da sind. Weil warum gibt es so viele Menschen, die ausgeklammert werden? Das heißt, warum in Afrika tatsächlich Menschen eben das klassische Beispiel verhungern müssen, obwohl die Lebensmittel an anderen Orten verfügbar wären. Aber es gibt keinen Mechanismus, warum unser Wirtschaftssystem diesen Ausgleich herstellt. Ja, und dann eben, was sind sozusagen die Strategien, die wir heute dort reinsetzen? Weil, klar, das eine ist, die wichtigste Zahl, die immer wieder verlautbart wird, geht das Bruttoinlandsprodukt 0,3% hoch, 0,5% runter oder sonst irgendwas. Und das ist die große Krisenzahl. Mit welcher Aussagekraft, mit welcher Berechtigung? Und dann auch, was zum Beispiel sehr stark gerade aktuell diskutiert wird, das Thema Pflegearbeit. Das heißt, es wird Pflege so verändert, dass sie plötzlich kommerzialisiert wird, dass sie plötzlich einem Geldbetrag entgegensteht. Das heißt, ist es tatsächlich das Sinn und Ziel wiederum, sozusagen auch alles, was noch an sozialer Interaktion eigentlich stattfindet, in den Geldbereich zu verschieben? Ich hatte ja gesagt, es findet dann diese soziale Entkopplung statt. Das heißt, die Menschen bleiben sich nicht mehr schuldig. Das heißt, auch da ist wieder ein Effekt, dass unser Wirtschaftssystem die sozialen Wandel, die Familienwandel auflöst und stattdessen einen Preis draufsetzt. Ist das sozusagen die sinnvolle Richtung, wo wir hingehen wollen? Ja, dann die anderen Themen, Vollbeschäftigung. Das heißt, wie passt Vollbeschäftigung zur Erleichterung des Lebens? Warum ist es denn ein Ziel, oder in dem Fall ist es eben eigentlich nur eine Strategie, zu sagen, Vollbeschäftigung brauche ich wieso? Da sind wir nämlich sofort wieder beim Geldthema. Wir brauchen nicht die Vollbeschäftigung, weil die Leute so viel Arbeit brauchen. Klar, es ist sinnstiftend, also es kann sinnstiftend sein und so weiter, aber für wen ist es das heute? Das heißt, die eigentliche Frage ist, wieso brauchen wir die Beschäftigung als Einkommen? Weil das ist nämlich eigentlich genau die Frage. Die Vollbeschäftigung ist nur deswegen Thema, weil die Einkommensfrage nicht gelöst ist. Ja, und dann natürlich das Thema Wachstum. Wachstum ist an der Stelle der Punkt, wenn man sich die Verteilungsfrage wiederum anschaut, zwischen Arbeitseinkommen und Kapitaleinkommen. Da ist nämlich genau der Spread zu sagen, wenn ich eine Wirtschaft habe, die wächst, wird dieser Kampf unten leichter. Weil dann können beide sozusagen mehr abbekommen. In dem Moment, wo die Wirtschaft stagniert oder sogar zurückgeht, ist die Frage, warum sollten die Kapitaleinkommen verzichten? Weil sie haben ja sozusagen einen Vertrag und eine Quote, so von wegen zum Beispiel Mindestversicherung, der Mindestzinssatz, den die Lebensversicherer vor 10, 15 Jahren abgeschlossen haben. Das gängelt die heute. Das heißt, dieser Garantiezins, den die damals versprochen haben, kriegen die im Moment kaum ran. Und das sind im Endeffekt genau die Sachen, diese Verteilungskämpfe, das heißt, die Versicherungen müssen jetzt umso mehr aus der Realwirtschaft, weil nur dort findet ja eine Erwirtschaftung statt, müssen die Gewinne rausziehen, die sie in diese Kapitalwege leiten können.
Und deswegen, sobald die Wirtschaft schrumpft oder nicht mehr wächst, wird der Verteilungskampf stärker. Wachstum nimmt nur Druck aus dem Gesamtsystem. So, hier nochmal eben, wie dieses Geld in diesem Ganzen, also welche Effekte genau damit aus meiner Sicht ausstrahlen. Was genau dort ja, sozusagen die Multiplikatoren sind, die das Geld im Wirtschaftssystem antreibt. Der erste Punkt, statt eben zu gucken, zum Beispiel ein Lebensmittelkonzern, er hat so und so viele Menschen satt gemacht. Ist das irgendeine Quote, die im Endeffekt bei einem Lebensmittelkonzern heute in der Bewertung relevant ist? Die Aktienbörsen gucken nie danach, hey, die haben 10 Millionen Leute sozusagen ein gutes, qualitätsvolles Essen geliefert und denen geht es gesundheitlich gut. Stattdessen wird da geguckt, okay, wie viel Profit haben sie gemacht? Das heißt, die Qualität des Essens möglichst so niedrig, damit eine hohe Gewinnspanne entsteht. Das heißt eigentlich genau konterkariert das, was doch eigentlich mit Bedürfnisbefriedigung gemeint ist. Und dann der andere Punkt, ja, das, was ich gerade mit der Pflegeversicherung angesprochen habe, dadurch, dass wir so angewiesen sind aufs Geldquellen aufgrund unserer heutigen Arbeitsteilung. Wir kommen nicht aus diesem Prinzip heraus, zu sagen, Moment, wenn es bloß darum geht, dass du deine Bedürfnisse an den Markt bringen kannst, weil nur wenn du mit Geldscheinen winkst, werden deine Bedürfnisse sozusagen überhaupt mal angeschaut. Erst dann hast du eine Chance, auf den Markt zu kommen. Das ist ja immer, Bedürfnisse zu haben, nützt der Marktwirtschaft gar nichts. Nur wenn du Geld hast, kannst du im Endeffekt deine Bedürfnisse auch irgendwo kommunizieren und wirst wahrgenommen. Das heißt eben, der Konsument wird erst dann Konsument, nicht wenn er Bedürfnisse hat, sondern erst dann, wenn er tatsächlich diese Bedürfnisse mit ausreichend Geld im Hintergrund decken kann. Und da ist dann die nächste Ebene, was dann unglaublich spannend ist, ist die Frage ist, diese Idealisierung von Kapitaleinkommen. Angefangen von Werbeslogans, lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten, was ja schon leider zu wenig hinterfragt wird, was heißt das? Was heißt es im Endeffekt, wenn Geld arbeiten soll, was es ja physisch nicht kann? Es ist ja nur ein virtueller Wert. Wie soll ein virtueller Wert etwas erzeugen? Also muss ich im Endeffekt genau auf den Teil, der noch in diesem sogenannten realwirtschaftlichen Produktionsbereich ist, muss ich dazu bringen, von diesen Arbeitseinkommen oder von diesen Leistungen, die dort erwirtschaftet werden, versuchen, Sachen abzuzweigen. Das ist zwar etwas, was heute, also Marx hat sozusagen in der Richtung ja auch argumentiert, dass sozusagen der Angestellte, der Arbeiter um seinen Lohn gebracht wird. Das heißt, er bekommt nur einen Teil von seiner Wertschöpfung wirklich in die Hand und das andere verschwindet in anderen Richtungen. Und das hat im Endeffekt noch gar nichts mit Klassenkämpfen zu tun, sondern nur die Frage ist, wie funktioniert die Systemsystematik? Also wie ist das System aufgebaut und wo werden wie kommen im Endeffekt die Flüsse für Kapitaleinkommen zustande? Wer erbringt die Leistung, damit dieses Geld etwas wert ist? Ja, nach sozusagen diesen vielen Fragen, die Richtung, wo ich hingehe und woran ich im Endeffekt arbeite, Aufklärung, Netzwerk und dann hoffentlich auch in der Umsetzung. Das heißt, es gibt eben eine Komplementärwährung, die mit ein paar anderen Regeln ausgestattet ist, die nicht bei Silvio Gesell stehen bleibt, sondern weit darüber hinausgeht und sagt, okay, was sind jetzt die Ziele, die ich im Endeffekt gerade angedeutet habe? Das heißt, als erstes, ich kann nicht das Mindset von den Leuten heute einfach umschalten. Das ist unsinnig. Das heißt, ich brauche eine Lösung, die auf dem genau heutigen System sozusagen passgenau ansetzt. Und was haben wir heute? Wir haben heute eine Geldwirtschaft, wir haben Konsum. Das Einzige, was fehlt, ist im Endeffekt die Geldverteilung, damit beides funktioniert. Wir haben ein sehr spannendes Experiment selber erlebt im Rahmen der Wiedervereinigung. Das einzige Problem ist, dass wir keinen Mechanismus hatten, sozusagen die 10, 12 Millionen, die da dazugekommen sind, dauerhaft sozusagen zu alimentieren, damit sie der Konsumleidenschaft folgen. Weil die Arbeitskraft wurde de facto nicht gebraucht. Über Nacht waren im Endeffekt diese ganzen Lager sozusagen voll, die Supermärkte waren voll. Das Einzige, was notwendig war, ist, damit die Leute Geld ausgeben und konsumieren. Man hätte dort drüben überhaupt keine, also ist ja auch größtenteils nicht passiert, dass die Wirtschaft überhaupt wieder aufgebaut wurde, dass es gemacht wurde. Es ist nur die Notwendigkeit, dass sie halt Einkünfte brauchen, damit sie weiter den Konsum bedienen können. Und deswegen, wir haben das sehr spannend hingekriegt. Das heißt, es seien die anderen 65 Millionen, haben sozusagen mal eben 10, 12 Millionen miternährt. Die konnten Autos kaufen, die konnten Lebensmittel kaufen, die konnten, soweit das Geld halt da war. Aber leistungstechnisch war es überhaupt kein Problem. Und das ist eben die Frage, eben dort anzusetzen, zu sagen, okay, warum muss es überhaupt jemanden geben, der diese Privilegien hat? Das heißt, wer soll von der Geldschöpfung profitieren?
Weil eben, wozu soll das Geld dienen? Primär als Zahlungsmittel. Das heißt, alle bekommen erstmal gleichen Zugang zu diesem Zahlungsmittel und können damit dann eben tatsächlich in der Wirtschaft wirtschaften, weil wir heute ein geldbasiertes Wirtschaftssystem haben. Und dann eben der nächste Knackpunkt, die Zinseszinsmechanismen. Das heißt, warum soll ich mir denn die Mühe machen, ein Steuersystem obendrauf setzen zu müssen, zu sagen, okay, ich brauche irgendeine Form von Steuerung, entweder über Steuern im Vermögensbereich direkt oder Erbschaftssteuern, wann auch immer ich ansetze, um im Endeffekt eine Fehlkonstruktion auszugleichen. Das heißt, wenn ich etwas gegen den Zinseszinsmechanismus unternehmen will, warum gehe ich dann nicht an die Quelle? Aber das ist im Endeffekt nochmal über Gesell hinaus, weil bei Gesell war es eine Gebühr. Es war im Endeffekt gedacht dazu, das heißt, ich habe Geld, muss eine Gebühr zahlen, aber diese Gebühr ist wieder vereinnahmt worden. Bei Kriterien geht es noch einen Schritt weiter. Tatsächlich Zusammenkopplung zwischen Geldschöpfung als persönliche Ausschüttung, komme ich gleich noch dazu, und dann im Endeffekt wieder eine Geldvernichtung. Das heißt, tatsächlich so, wie wenn wir jetzt hier den ganzen Tisch voll Äpfel machen und den jetzt 10 Monate liegen lassen, dann werden diese Äpfel halt nach und nach ungenießbar und unbrauchbar. Das heißt aber nicht, dass wir die Äpfel umverteilen, sondern tatsächlich das Zeug verschwindet wieder aus dem Kreislauf. Und genau da ist im Endeffekt dann auch der Punkt, zu sagen, diese Theorien vorhin von der Qualitätsgleichung, von den Monetaristen, vom Keynesianismus, diese ganzen Überlegungen, die ja auch im Endeffekt im Vollgeld immer noch weitergetragen werden, die aktive Geldmengensteuerung. Erstmal die Frage ist grundsätzlich, da ist das Thema, was kann ich wissen? Die Philosophen haben mit Leibniz das wieder aufgegeben. Die haben gesagt, bei Leibniz ging es los von wegen, die Welt ist eine Maschine, alles Wissen lässt sich sozusagen aufschreiben, erkennen und danach kann ich einfach linear ausrechnen, wie sich die Welt weiterentwickeln wird. Wir wissen heute mit der Chaostheorie, ist es Quatsch. Wir haben das Informationsdilemma, ich kann nie alles gleichzeitig genau wissen. Das heißt, die Frage ist, warum versuche ich im Endeffekt mit der Geldmengensteuerung auf so einem so abstrakten Niveau etwas zu steuern, was überhaupt nicht machbar ist? Das ist, um ein anderes natürliches Beispiel zu vergleichen, den Kreislauf des Wetters, des Wassers. Das heißt, Wasser verdunstet, macht seinen Kreislauf durch die Wolken wieder auf den Boden. Das ist im Endeffekt ein funktionierender Kreislauf. Niemand muss direkt regeln. Klar, hier könnte man ein bisschen zu wenig geben, aber es gleicht sich irgendwann wieder aus. Und zwar gibt es Klimaverschiebungen und die Pflanzen passen sich an. Das heißt, warum wäre jetzt die Vorstellung aufs Geldsystem übertragen, ich muss jetzt kontrollieren, das Wasser sozusagen gezielt aus dem Meer verdunsten, die Wolken in bestimmte Richtungen schieben und dort mit Silbernitrat abregnen lassen. Das wäre im Endeffekt übertragen, das, was wir heute mit dem Geldsystem machen, übertrieben auf die Wettersteuerung. Ja? Weil mir scheint dieses Bild etwas schief, in dem Sinne, dass das Wetter durch Naturgesetze und die biologische Prozesse dahinter geregelt ist. Es gibt eine Regelung, während das Konstrukt Geldsystem ein von Menschen geschaffenes abstraktes Konstrukt ist, das per se erstmal überhaupt keine Regelung hat. Und nur weil wir Institutionen schaffen, die den ganzen Regeln geben, ähnlich wie die Naturgesetze, die das Wetter organisieren, gibt es auch da ein Regelsystem. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, wir schaffen alle Regelsysteme ab und dann organisiert sich selbst, sondern genau. Ohne Regelsystem geht es nicht. Das heißt, wie schafft man das eigentlich? Ja, genau das ist eben der Punkt. Die Frage ist, der Unterschied an der Stelle ist, wir haben heute kein Regelsystem, das sich sozusagen die Gesetze der, also die ändern sich ja jetzt nicht, wodurch Verdunstung funktioniert und so weiter. Die Naturgesetze, die dort basieren, die passen sich nicht ständig an. Oh, da ist jetzt eine Wüste, jetzt muss ich da mit dem Naturgesetz schrauben. Im Endeffekt genau diese Anpassung passiert ja nicht. Aber mit unserer Geldmengensteuerung passiert genau das heute. Das heißt im Endeffekt, wir greifen sozusagen, also wir haben kein Regelwerk geschaffen, das sich soweit selbst reguliert, dass es funktioniert. Und das ist eben genau der Punkt, was sozusagen in Kredere soll. Diese Geldsystematik so designt sein, dass hoffentlich dieses Nachsteuern nicht notwendig ist. Das heißt, ich schaffe im Endeffekt diese Geldversorgung, das heißt, das Wasser ist sozusagen da, es kommt an den Zielpunkt des Menschen, derjenige, der ja die Bedürfnisse hat, damit er die Bedürfnisse nachfragen kann, und dann schaffe ich den Kreislauf. Das heißt, so wie Wasser dann, egal wo es sich gerade befindet, das eine verdunstet im, also das, manchmal kommt es nicht mal auf den Boden, weil es schon so warm ist, an anderer Stelle kommt es aus dem Fluss, an anderer Stelle kommt es aus dem Meer. Das heißt, wo das Geld sozusagen zu einem Zeitpunkt X ist, dort verdunstet es. Das ist
sozusagen übertragen, zwar die Umlaufsicherungsgebühr, aber eben den Schritt weiter, es wird vernichtet. Es wird nicht umverteilt, weil wer soll das dann wieder bekommen, sondern es wird tatsächlich an dem Punkt vernichtet, wo es dann nicht zu dem Zeitpunkt aufhält. Es löst sich auf. Also ganz kurz zu den sozusagen technischen Regeln, die dann sozusagen in diesem System stecken. Also der eine Gedanke ist, weil ich auch die Frage nach Herrschaft, das heißt, wer soll im Endeffekt dort Macht haben, möglichst keiner. Das heißt, es soll privatrechtlich in der Gesellschaft verankert sein. Das heißt, die Gesellschaft trägt es für sich, freiwillig, so Bitcoin. Das ist im Endeffekt die gleiche Variante. Das heißt, es wird angeboten und die, die bereit sind mitzumachen, können mitmachen. Das heißt, es braucht nicht diese politische Überzeugungsarbeit. Deswegen kann man eben jederzeit mit dem Anfang, also einfach damit anfangen und hier eben so einfach mal Beträge. Und ja, die Beträge sind absolut willkürlich. Das sage ich ganz klar. Die Beträge orientieren sich sozusagen nur an den Zahlen, die wir aktuell gewohnt sind. Das heißt, mit 1000 Euro sozusagen im Monat, also das sind dann zwar Kriterien, aber Kaufkraft soll so zielidentisch sein. Das heißt, das ist eine Größenordnung, wo sozusagen unsere Preise heute liegen. Das heißt, wenn ich 1000 Euro verfügbares Einkommen habe, dann komme ich damit schon in den meisten Stellen ganz gut über die Runden. Also das nur zur Orientierung der Zahlen. Es ist einfach nur, um die Gewohnheit zu stärken. Was dann eben wichtig ist, eben diese Geldvernichtung. Das heißt, wenn ich eben 100 Kredere am Anfang liegen lasse, dann ist nach einem Monat sind auf dem Konto nur noch 99. Und das ist eben jetzt die Frage. Je mehr, also je früher und je schneller ich meine Bedürfnisse an den Markt bringe, dann geht das Geld zum Unternehmer, zum Lieferanten oder zum Aktionär, was auch immer. Irgendwo geht das Geld weiter, aber zu irgendeinem Zeitpunkt liegt es immer irgendwo. Das heißt, Geld ist ja nie verschwunden, es ist immer im Fluss. Ab und zu kann es auch mal ein bisschen länger irgendwo liegen bleiben, aber es ist für das System heute mit unseren elektronischen Möglichkeiten sozusagen egal. Das heißt, ich kann immer diesen Bruchteil, der eben diese Vernichtung, diese Auflösung darstellen soll, die Verdunstung des Wassers sozusagen abbilden. Und dann ist die Frage sozusagen, was kommt am Ende dabei raus? Hier habe ich ja aufgeschrieben, am Start sind es 10.000 sozusagen Kredere, die für pro Person erzeugt werden würden. Am Ende wären es 100.000, wenn sozusagen 1.000 Euro im Monat geschaffen werden. Jeder von euch bekommt diesen Betrag dann auf sein Konto gutgeschrieben. Und 1% von diesen 100.000 geht ja dann, wenn das mal da ist, verloren. Und dann habe ich wieder die 1.000 weg. Das heißt, ich komme an der Stelle in diese Sättigungskurve. Das heißt, das, was wir sozusagen aus der Natur kennen, es gibt Wachstum, am Anfang meistens ziemlich schnell und dann kommt es zu dieser Sättigungskurve. Ich weiß nicht, wer von euch auch ein bisschen Elektrotechnik hat, da gibt es diese Ladekurve vom Kondensator. Vielleicht genau in die gleiche Form. Schneller Anstieg und dann immer langsamer, bis sozusagen das Ende in Jahrzehnten erreicht wird. Zum Vergleich mit den 8 Billionen, ich weiß nicht, wer von euch die Geldmengenzahlen sozusagen für Deutschland als Anteil im Euroraum im Kopf hat. Die liegen irgendwo bei 2,5 Billionen. Und das Spannende ist jetzt, diese 8 Billionen, 2,5 Billionen Euro M3 Geldmenge. Also das ist nur die Geldmenge, die als M3 ausgewiesen wird. Und wenn ich jetzt da die Zahlen dazu nehme, die Geldmenge wird sozusagen pauschal mit 4,5% wird versucht, die wachsen zu lassen, um die Inflation von 2% hin zu bekommen. Das ist das Ziel der Bundesbank gewesen und das ist das Ziel, was auch in die EZB reingegangen ist, 4,5% Wachstum pro Jahr. Und wenn ich mir diese Kurve anschaue, dann erreiche ich im Endeffekt so etwa nach 32 Jahren, weil alle 16 Jahre verdoppelt sich die Geldmenge, dann erreiche ich genau nach 16 Jahren, also nach 16 Jahren wären es dann sozusagen 5 und dann wären es schon 8 Billionen, die sozusagen in 32 Jahren als Geld mit diesen Prinzipien, mit dem Wachstum sozusagen drin wären. Und das heißt aber, bei Kredere ist es ja dann Schluss. Das heißt, bei Kredere passiert genau das Gegenteil. Am Anfang steigt es schneller, also wenn ich die beiden Kurven jetzt aufmale, ist diese Sättigungskurve von Kredere, die am Anfang von dem Zinswachstum sozusagen unterboten wird, aber danach, nach diesen 16 bzw. 32 Jahren auf jeden Fall, da kreuzen sie sich dann. Und dann geht sozusagen das Zinssystem erst richtig ab. Das schöne Josef-Pfennig-Vergleich, wo jetzt im Endeffekt sozusagen sekundentäglich mehrere Goldklumpen der Erde dazukommen würden, wenn dieses Vermögen heute da wäre, weil der Zinseszinseffekt bleibt sozusagen konstant in der Verdopplung. Das heißt, alle, je nachdem eben bei 4,5%, so um die 16 Jahre, verdoppelt sich immer die gesamte Geldmenge. Ja, das soweit einfach mal ganz rasant sozusagen durch dieses ganze Bild und dann ja, in die Ergänzungen, Fragen und Diskussionen. Ja. Kannst du noch mal ganz kurz
kurz sagen, was mit dem 1% passiert? Also du bist ja für eine privat, vielleicht habe ich das einfach nicht mitbekommen, aber für eine privatrechtliche Organisation, und dann habe ich verstanden, geht 1% weg, aber das müsste ja irgendwie wieder verteilt werden. Das müsste ja schon irgendjemand eine übergeordnete Stelle, die das dann... Genau das ist der Unterschied. Sozusagen das Gesellenmodell hat diesen Betrag, der da abgezogen wird, vereinnahmt. Es ist als Einnahme sozusagen jemand zugeflossen. Ja. Hier ist tatsächlich so, es wird vernichtet, es wird einfach aus den Rechnern gelöscht. Es ist keiner, der dieses 1% empfangen kann, nicht in dieser Form. Es bekommen andere mit diesem Geldschöpfungsmechanismus, dass du monatlich deine 1000 Euro bekommst. Da bekommst du neues Geld. Aber das ist nicht sozusagen primär gekoppelt an dieses 1%. Das ist einfach nur, es hat sozusagen funktionstechnisch wenig Auswirkungen. Ich könnte auch sagen, ich sammle das ein und erzeuge bloß so und so viel Geld, um dann diese Sachen erzeugen. Aber es ist, glaube ich, plastischer einfach zu sagen, dieses Geld, dieses 1% wird dir nicht mehr weggenommen. Es geht einfach kaputt. Weil wir haben immer auch so die Schwierigkeit, Umverteilung ist immer so, ich will aber nicht, dass umverteilt wird. Genau, wir verteilen nicht um. Aber wir sagen, dieses Geld hat die Regel, dass es sich selbst vernichtet. Es löst sich halt wieder auf. Das ist schon auch gleich ein Hack, weil de facto ist das eine Umverteilung, wenn du Vermögen schrumpfen lässt und andererseits ist es halt eine Umverteilung von wenigen an vielen, weil die mit größerem Vermögen haben größere Schrumpfung durch das 1%. Und wenn du allen eine gleichmäßige oder vereinheitlichte Zahl nach deinem System ausschüttest, dann hast du dadurch eine de facto Umverteilung, was jetzt ja nicht unbedingt schlecht ist, aber sollte man dann auch so nennen. Ja, also es ist im Endeffekt, es hat auch ganz klar das Ziel, dass diese Vermögensansammlungen, die heute existieren, aber nicht umverteilt werden, sondern aus meiner Perspektive eben aufgelöst werden. Weil es geht nicht darum, ihnen wegzunehmen, sondern es geht darum, allen gleichmäßig zu geben. Also die Systematik am Ende oder das Ergebnis ist im Endeffekt in beiden Fällen das gleiche. Aber ich gehe nicht zu den Leuten hin und sage, ich nehme dir jetzt weg, weil sozusagen der Zwang bleibt raus. Weil solange ich hier freiwillig dieses Geldsystem sage, das Geldsystem ist ja kein gesetzliches Zahlungsmittel. Ich sage nicht, du musst es jetzt verwenden. Und ich zwinge auch keinen, der sozusagen Euros hat, zu sagen, auf deinen Vermögensberg musst du das jetzt sozusagen anwenden. Weil solange der im Euro bleibt und solange er es schafft in der Realwirtschaft, passiert sein Vermögen ja erstmal nichts. Aber das ist sozusagen mein Gedanke, der Kapitalismus ist für Geld und Umsätze immer zu haben. Das knüpft direkt an dem Punkt an. Mich würde mich interessieren, wie du dir so die Konvertibilität in andere Währungen vorstellst, also wenn das irgendwie so als komplementäres System eingeführt wird. Wie stellt man sicher, dass halt nicht eine Art Kapitalflucht passiert, dass halt Leute irgendwie ihr Geld dann in Euros umtauschen und dann auf diese Art und Weise versuchen, diesem Mechanismus zu entgehen. Also ich denke mal, würde der Markt richtig funktionieren, in Anführungsstrichen, dürfte das ja irgendwie nicht passieren, weil ja alle dann so rational sind. Nee, das brauchst du dazu nicht. Du brauchst dazu keine rationalen Menschen. Im Gegenteil, es ist mir sozusagen als Betreiber, wenn ich dieses Geld in Umlauf setze, sogar vollkommen egal. Das Einzige, was ich nicht anbiete, ich biete keinen Umtausch an. Bei mir kannst du es nicht tauschen. Okay, aber was ist dann der Anreiz für die Leute, das Geld, also das Credere anstelle von Euros zu nutzen? Bis auf, dass man halt irgendwie so ein Guthaben schon von Anfang an zur Verfügung hat. Aber ich jetzt als Händler würde ich doch lieber Euros annehmen als Credere. Das Spannende ist im Endeffekt, diese Credere bekommst du als Konsument zusätzlich. Das heißt, die Frage ist jetzt, ein Händler hat jetzt dann nicht die Wahl Euro oder Credere, sondern er macht ganz normal seinen Euro-Umsatz und behält das auch bei. Jetzt kommen aber Kunden, die vorher nicht bei ihm kaufen konnten, die haben aber keine Euros, die haben nur Credere. Und jetzt hat der Händler die Wahl. Sagt er, okay, ich mache trotzdem den Umsatz in Credere? Oder er verzichtet auf die Kunden. Okay, aber wenn er vorher in Euro seine Ware bezahlen musste, dann würde er doch irgendwie eher ungern Credere annehmen. Es sei denn, Credere setzt sich halt an irgendeinem Punkt durch. Aber man müsste halt irgendwie erst an dem Punkt sein. Und dann stelle ich mir halt so diese Konkurrenzbeziehung zu anderen Währungen eher schwierig vor. Weil, also zumindest für diejenigen, die halt irgendwie heute Geld horten, die haben halt keinen Anreiz dazu umzusteigen. Und in der Regel sind halt die Machtkonstrukte ja so, dass halt die irgendwie dann noch am längeren Hebel. Genau, da ist das Spannende, du brauchst im Endeffekt keinen Hebelmechanismus. Du kannst, also so wie Regionalwährungen heute auch einfach anfangen, die fangen im Kleinen an, manche setzen sich durch, manche kriegen genug Feedback und das heißt, der Händler macht einfach 10% seiner Umsätze. Es kann sein, dass er das einfach auf ideeller Basis macht. Der muss seine Produkte und seine Steuern komplett in Euro zahlen. Aber irgendwo hat er eine Gewinnspanne, und die er eventuell dafür nutzen kann, oder er gibt es direkt an seine Angestellten weiter. Okay, aber dann würde ich sagen, dass es halt bei Regionalwährungen was anderes ist, weil bei Regionalwährungen ja noch viele andere Motive für die Händler eine Rolle spielen, diese Währung zu nutzen.
Und bei Credere, also wenn man das jetzt irgendwie nicht auf so einer Peer-Basis einführt, stelle ich mir das halt irgendwie schwierig vor, dass da irgendwie genug Motive bestehen wollen. Genau, den Knackfaktor, genau. Ich nehme erstmal die beiden. Also erstmal. Ich will das nur verstärken, was du sagst. Und ich weiß nicht, David Graeber sagt vielleicht einigen von euch was. Er hat ausgesprochen, was ich auch von vielen anderen Leuten irgendwie schon gehört habe. Also so eine zentralisierte Währung wird halt irgendwie auf zentralisierter Stelle eingeführt. Das ist dann am Anfang der König, der eine Münzwährung rausgibt, um damit sein stehendes Heer zu finanzieren. Und weil dann eben die Lieferanten des stehenden Heeres wissen, dass sie mit dem Geld, was sie von den Soldaten bekommen, wiederum ihre Steuern bezahlen können. Also der Staat stützt das Vertrauen in das Geld hinein. Das würde ja jetzt hier wegfallen. Da frage ich mich dann, also ja, was könnte das denn kompensieren am Ende? Oder braucht es diese staatliche Unterstützung nicht von einer Währung? Okay, ich sammle erstmal, ich komme gleich dazu. Ja, ich muss sagen, ich würde da noch ein bisschen grundsätzlicher ansetzen und nicht bei der Umsetzung und Einführung des Systems, sondern eher bei der Problemanalyse und der Begründung, weshalb wir überhaupt ein anderes Geldsystem brauchen, weil wir da einige Punkte nicht einleuchten. Mhm. Zum Beispiel hast du angeführt als ein Problem des aktuellen Geldsystems, dass Geld abstrahiert und uns zwischen unseren Schulden irgendwo oder persönliche Beziehungen, soziale Beziehungen aufhebt, dadurch, dass wir durch Geld Schulden ausgleichen. Ich glaube, dass soziale Beziehungen wenig mit gegensätzlicher Schuld zu tun haben, sondern mit ganz anderen Emotionen und persönlichen Bindungen, die nichts damit zu tun haben, ob mir irgendwer irgendwas schuldet, eine Tätigkeit oder ein Produkt, sondern wirklich auf einer ganz anderen Ebene wir eine Verbindung aufbauen. Also darum glaube ich, das Geldsystem hat damit eigentlich nichts zu tun oder sehr wenig. Und dann das Zinsproblem. Ich glaube, also bisher habe ich noch nicht verstanden, warum wie in einer Wirtschaft, in der ein Geldsystem es nicht möglich macht, dass ich mein Geld irgendwo investiere und am Ende mehr rausbekomme und diesen Prozess auch noch abstrahieren kann, wie es in einer solchen Gesellschaft möglich wird, Geld zu akkumulieren und Projekte zu finanzieren, die einen größeren Aufwand bedeuten. Also die einfach nutzen, die zum Beispiel große materielle Investitionen erfordern, Maschinen kaufen, ähnliches, oder das Zusammenbringen einer großen Zahl von Arbeitskräften erfordern und so weiter. Dafür braucht man eine große Summe von Geld. Und es wird ja immer argumentiert, und jetzt zitiere ich ja so die klassischen Argumente, dass unser Markt, der Kapitalmarkt, dafür geeignet sei, eine effiziente Allokation der Kapitalressourcen zu organisieren. Und der Zins ist der Anreizmechanismus, der diese wundersame effiziente Allokation hervorbringt. Und hier sehe ich kein Äquivalent, was das irgendwie ersetzt. Ich sehe auch noch nicht in der Problemanalyse, warum da wirklich das fundamentale Problem drinstecken sollte. Da würde ich gerne noch mehr zu machen. Okay, ich will bis kurz einmal die Runde dann. Ja, ich habe auch noch ein paar Punkte. Zum einen mal grundsätzlich ist es gedacht schon permanent als Komplementärsystem oder als System, das irgendwann mal dann den Euro oder die konventionelle Währung ersetzt. Mach erstmal deine Fragen fertig. Ich schaue dann, dass ich alles zusammen. Okay. Dann zum einen, was ist mit Kredit? Also darf man Kredite vergeben in Credere? Wenn ja, wie funktioniert das? Wenn nein, warum nicht? Wie wird das geregelt? Also in dem jetzigen Kreditgeldsystem, das Sie haben, haben wir ja immer so eine Dynamik, die so Boom-Bust-Zyklen erzeugt, in dem wieder viele Kredite vergeben werden, dann haben wieder alle Angst, dann wird wieder wenig vergeben und so weiter. Und dem kann man eben durch eine zentrale Steuerung entgegenwirken. Das fällt hier zum Beispiel weg, weil man keine zentrale Steuerung hat. Diese Kritik am Zins, also dass der Zins die Kapitalkonzentration fördert,
Dem stimme ich zu, aber ich verstehe nicht, wieso das nur der Zins macht und andere Kapitaleinkommen, also Realkapitaleinkommen, wieso die das nicht tun. Und wieso da nicht dann eine Vermögenssteuer sinnvoller wäre als eine Steuer auf dem Geld. Okay, dann du noch. Ja, ich wollte nur noch einen ergänzenden Punkt oder halt anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast. Und zwar würde mich irgendwie einmal so in dem Kontext irgendwie nochmal so die lange Frist irgendwie, was so Zinsen angeht und das, was man gerade irgendwie so eine Niedrigzinspolitik beobachten kann und ob das irgendwie nicht, irgendwie, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, ob es sich dann nicht irgendwie vielleicht auch so automatisch einstellt, dass sich das Zinsproblem erledigt hat und was halt so die Investitionen und so angeht. Es gibt ja irgendwie so im Islamic Banking ja zum Beispiel dieses Konzept irgendwie von Direktinvestitionen und Gewinnbeteiligung. Das wäre ja irgendwie, da kann man ja auch irgendwie so methodologisch irgendwie eine Trennung von dem Zinsbegriff vornehmen. Also ich sehe es auch schwierig, aber so rein theoretisch kann man das ja irgendwie dann, also auch so was Kredite und irgendwie halt Investitionen angeht, vielleicht irgendwie dann nochmal so einen anderen Schritt. Okay. Mache ich jetzt erstmal dicht und versuche mal das Ganze sozusagen zusammenzupacken. Also das große Thema Boom-Burst-Zyklen, Zinseszinseffekt. Also erstmal, ich habe nichts gegen Zinsen, aber weil für mich ist das Problematische erst der Zinseszinseffekt. Das heißt, ich lege die Zinsen wieder an. Das heißt, dass wenn ich eine Kapitalanlage mache und dafür sozusagen einen Anteil bekomme von dem, was dort erwirtschaftet wird. Vorausgesetzt, die Ungleichgewichte sind nicht zu groß und das heißt, es ist sozusagen ein fairer Kontakt. Dann ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass sich beide sozusagen das teilen. Der eine nimmt den Kopf ein, der andere das Geld, ist okay. Die Frage ist im Endeffekt, an welcher Stelle dieses System kippt. Dieses Boom-Burst hat ja vor allem damit zu tun, nicht wegen der Kreditvergabe, sondern wegen der Geldmengenausweitung. Das heißt, hier ist ja fest gekoppelt, dass die Kredite werden vergeben, es wird mehr Geld in Umlauf gesetzt, es wird unglaublich viel mehr nachgefragt, was hier eben nicht stattfindet, weil hier ist sozusagen die Geldmenge ein ziemlich konstanter Faktor am Ende. Das heißt, die ändert sich nicht so groß. Trotzdem kannst du hier natürlich, wenn du etwas sparst, kannst du das als Kredit vergeben, aber nicht eben so wie Banken als geldschöpfender Mechanismus, sondern tatsächlich als das, was du erspart hast, kannst du weitergeben. Das ist grundsätzlich möglich, das wird in dem System auf keinen Fall ausgeschlossen. Und von den 100.000, mal angenommen, du hast jetzt ein Konto, auf das du nach und nach auch noch mehr als nur diese 1.000 Euro, sondern meinetwegen auch selber einzahlst, dann hast du aber den Punkt, für dein Konto ist ja die Sättigungskurse 100.000. Das heißt, selbst wenn du dann nichts mehr machst, spinnet dein Vermögen nicht unter 100.000. Weil du kriegst ja jeden Monat die 1.000 drauf und sozusagen das 1%, was dann den 1.000 wieder abzieht. Das heißt, dein Privatkonto pegelt sich sozusagen auf 100.000 ein. Wenn du drunter bist, geht es nach oben, wenn du drüber bist, geht es halt eher nach unten, wenn du nicht selber wieder nachschießt. Das heißt, sparen bis zu einem gewissen Maß, das ist möglich. Und was diesen Punkt angeht, große, große Investition. Da kommen mir heutzutage immer gleich, ich denke an Crowdfunding. Die Frage ist, von wem brauche ich tatsächlich eine Langfristfinanzierung über dieses ganze Thema? Ja, die Frage ist, wie effizient sind die Kapitalmärkte und vor allen Dingen, also gerade bei den Aktienmärkten ist ja eigentlich das Problem, das Kapital an das eigentliche Unternehmen fließt nur einmal, ganz am Anfang. Und dieses ganze andere danach, das ganze, was 10, 20, 30 Jahre mit diesen Aktien passiert, davon haben die im Regelfall nichts, außer sie schütten nochmal Aktien aus, mit einem hoffentlich hohen Kurs. Deswegen ist sozusagen aus der Sicht, was du da alles an Kosten und an Umfang hast, um Kurspflege zu machen, um sozusagen den Kurs hochzuhalten und die Dividenden, die du am laufenden Band zahlst, aus meiner Sicht sehr ineffizient. Aber das kann man halt sehen, wie man es selber möchte. Und dieser Preismechanismus, den sozusagen der Zins als Nachfrage zum Geld erfüllt, wird in diesem System nicht aufgelöst. Das Einzige, ich weiß nicht, irgendwann in der Volkswirtschaft, ich glaube im Rahmen vom Keynesianischen Kreuz, kommt irgendwann mal das Thema Zinsfuß. Oder sagt euch der Begriff irgendetwas, Zinsfuß? Das heißt, es gibt eine Schwelle, unter die der Zins sozusagen nominal nicht fallen kann. Weil eben diejenigen, die Geld haben, zu dem Preis nicht mehr bereit sind, in das Risiko zu gehen, auf das Geld zu verzichten, was auch immer da argumentiert wird. Aber da ist im Endeffekt die Sache ist, der Gleichgewichtspreis für Geld in Bezug auf den Zins wird in der Volkswirtschaft nie mit Null angegeben. Aus logischen Gründen, weil warum sollte ich etwas eben für Null weggeben, wenn ich nicht die Notwendigkeit dazu habe. Und da ist im Endeffekt jetzt dieser Mechanismus. Hier komme ich jetzt auf -12% im Jahr. Das heißt, hier werden auch Investitionen attraktiv, die mir mein Geld nach 5 Jahren nur mit -5 wiedergeben. Immer noch mit einem Verlust von dem nominalen Geldbetrag, aber ich habe einen Gewinn von 7%. Das heißt sozusagen, die Rechnung beginnt an einer anderen Stelle.
Und das ist sozusagen die Frage ist, warum diese Vermögensfrage so relevant wird. Weil diese Kapitalakkumulation, dieser Zinseszinseffekt, wie gesagt, Zins ist kein Problem, aber Zinseszinseffekt, der sich verselbstständigt. Das heißt, wo Leute nur noch danach streben, diesen Kapitalhaufen sozusagen wachsen zu lassen, das wird in dem System schwieriger. Es wird nicht unmöglich. Wenn du Investitionen hast, die mit 15% im Jahr sozusagen Rendite abwerfen und du schaffst, die Leute sozusagen an der Stange zu halten, weil sie keine anderen Quellen finden, dann geht das. Wir haben ja auch in Deutschland Hochzinsphasen gehabt, wo also auf Immobilienkredite 10, 15, 20% Zinsforderungen drauf haben. Muss man sich heute mal vorstellen, 20% auf einen Kredit von 100.000. Das heißt, jedes Jahr 20.000 mehr als Zinsen abzahlen. Aber das gab es. Gerade in diesen Boost-Burst-Dingern war man auch noch darauf spekuliert, dass die Preise sowieso so schnell steigen, dass sich das handeln kann. Und genau dieses Ungesunde wird sozusagen, es geht nicht darum, den Zinseszins abzuschaffen oder den per Definition wegzubekommen, sondern nur ein Gegengewicht zu schaffen. Dass er ein anderes Verhalten an den Tag legt, als nur nach oben zu gehen. Sondern dass es eben zum Gleichgewicht kommt, zu einem regulativ nach unten. Das ist sozusagen dieses Bild. Sind das so ein bisschen... Aber kann es nicht sein, dass wir gerade irgendwie vielleicht, also dass man gerade irgendwie ohnehin so auf dem Wege ist, dass er sich halt so der Zinsfuß sukzessive weiter nach unten verlagert? Also zumindest so könnte man ja auch argumentieren, dass das irgendwie gerade passiert. Genau, es ist spannend, dass die EZB mit ihrem negativen Einlagenzinssatz, also der ja nur greift, wo, also in den Details will ich jetzt nicht reden, aber im Endeffekt, dass sie tatsächlich damit anfängt zu experimentieren. Und das Spannende ist eben, dass es möglich ist, weil in dem Bereich, wo sie das macht, Zentralbankgeld, elektronische Konten, die Leute können ihr Geld nicht abhauen. Dieses Geld ist sozusagen unter der Kontrolle der Zentralbank und ich kann dort nicht mit Bargeld ausweichen, das können die Kreditinstitute nicht. Deswegen geht es ja nur an der Stelle. Das andere, die Kreditinstitute, das in die Realwirtschaft weiterzugeben, solange es noch Bargeld gibt, ist schwierig. Aber ja, wir sind zumindest heute an einem Punkt, wo das Denken in diese Richtung beginnt. Die Frage ist jetzt nur noch, bleibt es den zentralistischen Strukturen überlassen? Das ist sozusagen dann die weitere Frage, wie das ist. Du hattest vorhin noch das Thema von wegen mit dem Übergang und so weiter und von wegen, wie wichtig der Staat darstellen ist. Also einmal, warum ich glaube, dass es funktioniert, der beste Beweis halte ich Bitcoin. Da steht kein Staat dahinter, das ist eine, zwar nicht so eine zentrale Institut, sondern es ist halt auch noch dann sozusagen Peer-to-Peer. Aber das ist im Endeffekt genau der Beweis zumindest, dass du einfach eine Währung in Umlauf kommst und dass das staatliche Steuermonopol sozusagen nicht das zwingend notwendig absolut ist. Es ist unglaublich hilfreich. Also sobald du in Bitcoin in der ersten Gemeinde eine 100-Steuer bezahlen kannst, da wird das Ding nach oben gehen. Aber bis das sozusagen so weit ist und vor allem bis du sozusagen Preisparitäten hergestellt hast, bis du wirklich ein großes Angebot an Gütern hast, die einen klaren Bitcoin-Preis haben und nicht nur sozusagen immer Bitcoin-Preis ständig wandeln, je nachdem wie gerade der Euro-Wechselkurs ist. Weil die Preise sind eigentlich immer noch in Euro, du kannst nur mit Bitcoin bezahlen, das ist dann ein Unterschied. Das Spannende ist dann, sobald die Preise tatsächlich in Bitcoin ausgewiesen werden, dann bekommt nämlich Bitcoin auch eine Stabilität in seinem Wert. Ich habe eine Frage zu dieser Geldflächung mit 1% im Monat und 12% pro Jahr. Würde das nicht zu einem Konsumzwang führen, wenn jetzt, man muss sich überlegen, dass man am Ende nicht überläuft, dann das Geld, was sinnlos irgendwie ausgibt und dann nicht spart, weil es dann entwertet wird? Du vielleicht noch. Meine Frage war, wo genau der Unterschied ist zwischen Inflation bzw. der Umdefinition von Inflation? Okay, hier brauchen wir eine. Schließe ich ein bisschen an Sie an, an seine Frage an mit dem Konsumzwang. Ich habe die Vermutung, dass es eher ein Anreiz dafür ist, unsichere Kredite zu vergeben, weil man immer den Anreiz hat, ich verliere 12% im Jahr, okay, dann rentiert sich für mich auch etwas, was irgendwie jetzt, also ich muss sozusagen mein Geld investieren, damit es mir nicht verloren geht. Also gebe ich es unter Umständen an jemand, der ansonsten nicht für mich rentabel wäre. Und der zweite Aspekt, das ist eine ganz vage Frage, wie verhält sich es zwischen dieser Abzinsung oder diesem negativen Zins und einem Wachstumszwang? Man kann ja bei dem Kreditgeld oder bei dem Fiatgeld nachweisen, dass es immanent einen Wachstumszwang erzeugt. Ist es dann neutral bei Kredit? Okay, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Jetzt muss ich gerade mal kurz zurückspulen. Also das eine Thema war auch Inflation.
theoretisch haben ja Zentralbanken, unabhängige Zentralbanken, eine ihrer Hauptaufgaben für die Stabilität. Wenn du keine Kontrollmechanismen hast, wer geht damit um? Beziehungsweise wie wird es dann auch zwischen verschiedenen, zum Beispiel Ländern, wo unterschiedliche Ausschüttungsquoten und so weiter herrschen, in irgendeiner Form organisiert, sodass sich da nicht wie beim Wetter Wüsten bilden, weil der Unterschied zum Wetter und irgendwelchen sozialen Verhältnissen ist, dass es menschenrechtlich nicht akzeptabel ist, irgendwo Wüstenbildungen in dem Sinne entstehen zu lassen, dass Menschen nicht mehr über Liquidität verfügen, um sich zu ernähren. Und das zweite ist Bitcoin. Halte ich für kein gutes Beispiel, weil Bitcoin in meinen Augen erstens eher weniger vergleichbar ist mit Geld und mehr vergleichbar ist mit einer natürlichen Ressource, die auf künstliche Weise geschaffen wurde, sprich auch vom Abbauen von Bitcoin. Bitcoin sind wie Diamanten oder Gold, auf das spekuliert wird und dass ich halt kaufen und verkaufen kann, gucken kann, was der andere für diesen eigentlich wertlosen Artefakt. Ist aber kein Geld, weil es eben nicht wirklich als ein Mittel verwendet wird. Beziehungsweise nur, also kann ich mit Gold mit jeder beliebigen Ware auch machen. Dass ich sage, ich kaufe doch welche, verkaufe sie wieder und kaufe mir davon was. Und ob das dann direkt passiert oder von der Euro-Wechselkurs definiert, ist letztlich egal. Also Bitcoin ist, glaube ich, auch ein Beispiel dafür, wie sowas extrem missbraucht werden kann. Für diverse Möglichkeiten, das, was wir auch an sinnvollen Regulierungen entwickelt haben in unseren Gesellschaften zum Gehen, wie zum Beispiel Steuern, aber auch andere Regulierungen oder Handels. Okay, dann greife ich erstmal das Thema Inflation auf. Was ist der große Steckenpferd, warum ist warum im Endeffekt wird das System nicht mit 0% getrieben? Das eine Aspekt ist ein bisschen Argumentation von wegen Wirtschaftswachstum, weil ich muss die Geldmenge ausweiten. Aber selbst dann ist halt die Frage, warum ist diese Zielgröße sozusagen schießt über das Ziel hinaus? Weil wie gesagt, parallel dazu ist die Geldmengengröße, der Vergrößerungsfaktor 4,5% im Vergleich zu 2% Inflation. Das heißt, man könnte ja auch sagen, ich vergrößere die Geldmenge nur um 2,5% und sage dann, ich komme dann bei 0% Inflation theoretisch raus. Das Problem ist im Endeffekt diese ganze Denklogik der Geldmengensteuerung. Die EZB hat, wenn sie bei 0% ankommt, eigentlich Schluss. Die experimentiert jetzt mit negativen Zinsen. Das war bisher tabu. In Japan ist das ziemlich schief gelaufen, weil die sind nicht ins Negative gegangen. Die hatten dann 10, 20 Jahre Stagflation, wie es dann heißt. Und was ist also das Argument, warum sozusagen diese 2% Inflation hat? Weil auf der anderen Seite panische Angst davor gemacht wird vor Deflation. Was heißt Deflation? Preise fallen schneller, als die Leute bereit sind zu kaufen. Und dann wieder die Frage, da wieder hinauszugehen, zu sagen, okay, was ist das Ziel der Wirtschaft? Ist das Ziel der Wirtschaft, jetzt möglichst viel umzusetzen? Das heißt, ist es sinnvoll zu sagen, das Auto, das nach 3 Jahren sozusagen abgeschrieben ist, zu ersetzen, nur um sozusagen VW am Leben zu erhalten? Diese ganze Abfragthema, dieses ganze Thema, was da drinsteckt, aus welchem wirtschaftlichen Aspekt, aus den Zielen, welches dieser Ziele wurde dabei unterstützt? Wessen Arbeit wurde erleichtert? Wessen Bedürfnisse wurden befriedigt? Die Leute hatten doch vorher Autos. Also das ist im Endeffekt, diese ganze Inflationsdebatte kommt hintenrum darüber rein, dass ich eigentlich ein Schreckgespenst jage, Deflation, das aber gar nicht aus dem menschlichen Bedürfniskreis kommt, sondern aus dem Wirtschaftsaspekt zu sagen, ich muss die Wirtschaft aufrechterhalten. Ich muss im Endeffekt diesen ganzen Kreislauf sicherstellen. Ich muss die Unternehmen im Endeffekt ermöglichen, ihre Profite zu machen. Und da sage ich, ich brauche keine Inflation, nur um sozusagen Deflation zu vermeiden. Zum einen habe ich ein Kriterium ja ohnehin, ich habe -12%. Das heißt, selbst wenn die Preise konstant um 5% jedes Jahr alles billiger wird, hätte ich immer noch einen Grund, Kriterien trotzdem aufzugeben. Du hattest angesprochen, der Punkt von wegen, dass du irgendwie zum Jahresende gezwungen wärst, das auszugeben auch oder unsichere Kredite zu vergeben, was da die Frage war. Erstmal, das sind jetzt nur die Faktoren, die sozusagen auf diesen Zeitraum laufen. Da es elektronisch ist, hast du diesen Verlust täglich. Das heißt sozusagen, jede Nacht hast du 1/30% sozusagen, also im Centbereich, was dir abgezogen wird dann. Das heißt, du hast nicht den Stichtagseffekt, der da auftreten kann. Das heißt,
es wird sich sozusagen einfach verselbstständigen. Das heißt, du wirst einfach in dem Rahmen, also ist halt meine Perspektive zu sagen, es macht an der Stelle keinen Sinn mehr, sozusagen darüber hinaus zu machen, das Geld sozusagen auszugeben, nur um diesen Verlust zu vermeiden, sondern eher dann zu überlegen, was brauche ich. Das andere große Faktor ist, weil ich will ja damit diesen Erwerbsarbeitspanzer aufbrechen, zu sagen, wir brauchen heute Arbeitsplätze, nicht weil wir die Arbeit brauchen, nicht weil wir die Produkte brauchen, sondern nur weil wir Einkommen brauchen. Das mag nicht auf alles zukommen, weil wir brauchen natürlich immer noch irgendwas, was produziert wird. Aber ganz viele Arbeitsplätze sind eigentlich mit dem Argument, ja, die Leute brauchen noch Zugang zu Geldquellen, damit sie dann das, was produziert wird, konsumieren können. Wie unlogisch ist das denn? Das heißt, ich muss erst einen Haufen Zeug produzieren, das ich selber nicht konsumieren kann, weil meistens das, was ich an Geld einnehme, ist weniger, als dass ich mir die Waren, die ich selber produziere, leisten kann. Das heißt, da ist ja ohnehin schon der Mismatch. Und das heißt, einfach dieses aufzubrechen und dann zu sagen, okay, wir gehen erstmal eben in den Konsum, das kennen wir, damit kann ich an das bestehende System angreifen. Aber dann ist die Frage, ob ich dann den Türöffner schaffe, zu sagen, Arbeitszeitreduzierung, weil dann habe ich finanzielle Parallelstrukturen, wo ich sagen kann, ich muss nicht mehr das komplette Einkommen haben. Entweder kann es sein, dass Arbeit billiger wird, es kann andererseits sein, dass Arbeit teurer wird. Das ist alles spekulativ, es gibt Argumente für das eine, Argumente für das andere. Aber die Frage ist im Endeffekt, ob die Leute zumindest von diesen 16 Stunden am Tag, die sie sozusagen zur Verfügung haben, ob davon mehr überbleibt. Und ob dieses mehr an Zeit nur für Konsum genutzt wird, für Freizeit, für Spaßgesellschaft oder zum Nachdenken. Das heißt, ob die heute im Hamsterrad feststecken, die nicht die Lücke haben, um sich Gedanken zu machen, ob es da anfängt, weil das ist ja immer dieses Henne-Ei-Problem. Erst der gesellschaftliche Wandel hier oben, dann kann ich real was umsetzen oder erst real umsetzen, ohne dass das da oben. Das ist ja immer, genau diesen Zielkonflikt haben wir in allen Diskussionen, wenn wir sozusagen etwas utopisch malen. So, und hier ist im Endeffekt jetzt der Baustein, ich knüpfe an das an, was ist. Der Mindset muss noch nicht geändert werden, aber ich schaffe Freiräume, hoffentlich, wo ich bruchstückhaft anfangen kann, wo die Leute Freiräume bekommen. Und wenn diese Freiräume von Leuten genutzt werden, dann ist sozusagen auch für mich immer dieses Bild, weil wo fängt denn das Postwachstum an, wenn ich aufhöre zu konsumieren? Das heißt aber nicht, dass ich sozusagen zwangsweise dazu gezwungen werde, auf Konsum zu verzichten, sondern es hier oben begreife, dass dieser Konsum nicht zu Glück führt. Und dann ist im Endeffekt auch der Punkt, wenn mir der Konsum egal wird, dann habe ich auch dieses Thema nicht mehr, warum soll ich dann gezwungen sein, das Geld notwendigerweise auszugeben, weil dann habe ich ja gar keinen Grund mehr. Ich jage ja nichts mehr nach. Also das ist sozusagen dieser Wandel, der dann schleichend in Gang kommen soll, zu sagen, ich kann die Leute heute erreichen, geht einkaufen von mir aus, macht eure Bedürfnisse, die jetzt unbefriedigt sind oder die ihr glaubt, die unbefriedigt sind, weil ich glaube, das Frustrierendste, was man mal erleben kann, ist, Geld zu haben und unglücklich zu sein. Das Problem ist, die meisten, wer kommt in die Situation zu sagen, ich habe jetzt zwar Geld, aber egal was ich mir damit kaufe, es bleibt schal. Und deswegen sozusagen diesen Punkt, die Leute an diesen Punkt zu bringen, wo sie tatsächlich die Sinnfrage stellen. Okay, das mit dem Geldsystem und so weiter. Ich habe eine ganz einfache Definition von Geld und die ist einfach, oder beziehungsweise keine Definition, sondern Erklärung. Geld ist das, was als Geld verwendet wird. Und da Bitcoin auch für Warentransaktionen inzwischen verwendet wird, es gibt in Berlin, glaube ich, sogar eine Kneipe, wo du dein Bier damit bezahlen kannst, auch wenn es vielleicht nur ein Gag ist, aber er nimmt es halt als Gegenleistung an. Das heißt, es ist auf dem Weg und ich denke, es wird auch noch mehr. Und spannend wird es wahrscheinlich in Griechenland, wie es dort sozusagen Fuß fasst in Geschäften, weil da die Alternativen wegbrechen. Die Euros sind nicht mehr verfügbar, weil die Leute kein Einkommen haben. Und Bitcoin bietet sich zumindest eventuell als Push der dieser Alternativwirtschaften an, die halt dann nicht auf Vertrauen, nicht auf Tauschringen basieren, sondern die auf dem Geldsystem, also auf Geldmechanismen basieren sollen. Also es wird sehr spannend werden. Also ich beobachte Bitcoin mit Sicherheit auch immer, wie sich sozusagen sowohl die Volatilität verändert, als auch wie groß wird der Markt an Geschäften, die tatsächlich Waren dafür anbieten. Habe ich jetzt irgendein Thema nicht erfasst? Kreditvergabe? Genau, die Kreditvergabe. Da wäre die Frage, okay, was wird schlimm daran, wenn du Kredite vergibst, die dann platzen, dann ist dein Geld futsch. Mhm. Also ich denke, du wirst dann schnell einen Lerneffekt haben, zu sagen, okay, gehe ich jetzt die 12% ein, gehe ich ein Risiko ein, wo ich dann 100% Verlust habe, weil keiner rettet dich. Es ist dein eigenes Risiko.
wenn du sagst, um nur diesem Verlust zu entgehen, das Geld irgendwo hin verleihst an unsichere Kreditnehmer, ich denke, das Verhalten wird sich schnell korrigieren. Finde ich kein gutes Argument, weil dann dürfte es ja sowas wie die Finanzkrise 2007, 2008 nicht geben. Das müsste sich ja dann auch irgendwie selbst korrigieren. Das ist ein anderer Punkt. Das ist ein anderer Punkt. Hier bist du nur als Privatperson aktiv. Es gibt kein Institut, das Geldschaffung betreiben kann und damit Kredit vergeben kann. Was in der Finanzkrise tatsächlich passiert ist, ist im Endeffekt das Problem, dass die Privatgelder, Girokonten, Sparergüter und so weiter im Endeffekt eng mit den Kreditinstituten verbunden sind. Es gibt keine Trennung, also sozusagen im Vermögensbereich, und dieses Kreditinstitut auf Teufel komm raus spekulieren kann. Und dass diese Verluste im Endeffekt sozialisiert wurden, das ist die Krux an der Stelle. Weil die Frage ist, wie hätte, also im Endeffekt, man konnte das System zum Zeitpunkt der Finanzkrise nicht mehr lösen. Weil du hattest nur noch das Problem, entweder Unschuldige in einer kleinen Gruppe richtig zu treffen oder die ganze Masse ein bisschen zu treffen. An dem Zeitpunkt, also sozusagen 2008, 2009, war das Kind so und sowas von im Brunnen gefallen. Da gab es keine Lösung mehr, die in dem Sinne gerecht hätte sein können. Aber das ist jetzt noch nicht Teil von Credere, dass man ein Trennbankensystem hat. Also das Problem würde sich ja dann immer noch stellen. Das Problem stellt sich dann, wenn du in den anderen Währungen bleibst. Ja, ich habe ja nicht vor, das System sozusagen umzustellen. Ich habe nur zu sagen, ich will eine Alternative haben, dass du wählen kannst. Ich will dich weder in das eine System zwingen, noch in das andere. Darf ich da auch noch nachhaken, weil also zumindest ein Teil des Problems der Finanzkrise waren auch komplexe Finanzinstrumente, die ich mir auch wunderbar aus Kriterien Schuldschein basteln kann. Und da kann ich mir auch die schönsten Konstrukte basteln und die dann vielleicht sogar noch besser anbieten, weil ich sage, hey, mit meinem wunderbaren Konstrukt hast du noch 5% Verlust im Jahr, obwohl da ganz andere Konstrukte drinstecken, die eventuell... Aber das ist nicht das Problem, dass da Leute ihre Altersversicherung reinpacken und kriegen. Weil sie immer noch jedes Jahr noch was ausgeschüttet kriegen. Also, das, also die Unschuldigen. Du meinst, es gibt kein Too Big to Fail und so weiter mehr. Also diese ganzen. Also ich kann es politisch immer noch behaupten, dass es notwendig wäre, irgendwas zu retten. Vorausgesetzt, es gibt Herrschaftssysteme, Staaten und so weiter, die überhaupt in der Lage sind, so etwas zu tun. Kredere selber kann das ziemlich egal sein, weil die 1000 Kredere im Monat im Markt sozusagen, wenn 90% sagen, wir sind dabei, das heißt, es ist eh fast die ganze Gesellschaft. Wenn die sagen, wir unterstützen das, ich kann damit einkaufen gehen, ich kann damit meine Miete zahlen. In dem Moment ist mir ja die Finanzkrise doch vollkommen egal, weil ich bin ja sozusagen nicht mehr auf meine Altersanlagen angewiesen. Ja, also es entspannt sozusagen, es löst das Problem nicht. Sozusagen menschliche, also das, was halt so menschliche Triebe sind, so von wegen möglichst viel zu haben und so weiter, das löst das nicht. Aber ich bin sozusagen viel entspannter mit dem im Hintergrund, als wenn ich danach auf der Straße stehe und nichts mehr habe. Also sozusagen nicht mehr an diesem Geldwechselsystem teilnehmen kann. Was daran liegt, dass du ein bedingungsloses Grundeinkommen mit reinschiebst. Was da im Endeffekt drinsteckt, genau. Weißt du? Es geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Wie genau wird dann das Geld gebucht? Also was ist, ist es eine digitale Währung, wenn ich das richtig verstanden habe? Und es gibt dann quasi eine zentrale Stelle, die das dokumentiert. Und das ist aber dann irgendein privates, zentrales Institut. Und es gibt keine, man kann keine Kreditkonten bei Banken haben oder gibt es sowas schon? Das wäre dann eigentlich wieder eine Form von Geldschöpfung. Nein, also ich antworte gleich drauf. Hast du noch einen Punkt? Nee. Ich will was entgegen. Einmal finde ich interessant, dass ihr gerade versucht, gerade du versuchst, die Mechanismen von einem System, was jetzt existiert und was auf Bilanzrecht aufbaut. Ich weiß nicht, wie bewandert du im Bilanzrecht der Banken bist, aber das Problem gerade auch die Finanzkrise besteht absolut darin, dass die Bilanzierungsvorschriften von Banken und die Abschreibungsvorschriften dann einen Eigenkapitalverlust hervorgerufen haben, beziehungsweise Verhältnis von Eigenkapital, Fremdkapital Problem wurde und dass zusätzlich dazu die Einlagen, die Kunden bei Banken haben, die ja nachher gekartet wurden, eben durch ganz andere Finanztransaktionen, unter anderem diese toxischen Produkte, beeinflusst wurden. Das hat jetzt aber überhaupt nichts mit diesem Mechanismus hier zu tun. Insofern kannst du diese Mechanismen auch gar nicht vergleichen, weil wir haben einmal keine Institution, die Kapital bündelt und dann Kapitalbündelung oder dieses gebündelte Kapital plus eine Anhäufung von Fremdkapital, die dann wiederum weiterverdient wird, um Profit zu machen, kannst du halt eben nicht vergleichen.
Deswegen finde ich es interessant, dass du das so draufbringst, weil ich glaube, diese Mechanismen können hier gar nicht existieren. Also du hast ja, du bist ja eine Privatperson mit einem Konto, auf das jeden Monat ein Geld zugeschrieben wird. Und diese Interessensbündelung von Banken, oder das ist ja nicht mal eine Interessensbündelung, das ist Kapitalbündelung mit einem Eigeninteresse daraus, also Eigenkapital zu schöpfen, sehe ich hier ehrlich gesagt. Darf ich da nochmal zwischenfragen, weil ich habe noch nicht verstanden, wie in diesem System, wenn Kredite zulässig sind, und bisher ist das ja nicht irgendwie ausgeschlossen, warum Intermediäre wie Banken da nicht fortexistieren bzw. bestehen sollten. Und dann würde ich auch fragen, warum man nicht auch dann ein gewisses Maß an Regulierungsauflagen und Bilanzrecht braucht, damit diese Kreditorganisation in irgendeiner Form überschaubar bleibt. Weil du kannst ja auch Leute dann dazu verpflichten, ihre Kriterien, die sie in den nächsten 100.000 Jahren ausgeschüttet bekommen, alle mir zu geben, weil ich ihnen jetzt das und das verspreche. Also du kannst ja theoretisch auch da... Aber warum solltest du? Also ich fasse das mal ganz kurz zusammen, weil es sind ja sozusagen alles Fragen, die gerade in die ähnliche Richtung laufen. Also das Thema ist Kreditvergabe in Kredären. Also ich weiß nicht, wie klar euch oder wie klar ihr es wirklich habt, was es heißt, der Unterschied zwischen einer Kreditvergabe einer Bank und der Kreditvergabe von Privat zu Privat. Du kannst privat nur das Geld weitergeben, was du hast, soweit so klar. Bei Banken gilt das überhaupt nicht. Banken können im Endeffekt beliebig erzeugen. So, jetzt ist im Endeffekt das Thema, natürlich kann es in dem System Banken geben, oder nennen wir mal Institute, die sozusagen Geldsammelstellen sind. So, die kann es geben. Die können anstellen, was sie wollen. Der Dummheit von Menschen ist keine Grenzen gesetzt. Das heißt, wenn die sozusagen einen Vertrag eingehen, auf die nächsten 10 Jahre ihr gesamtes Kredere, was sie dort geschöpft bekommen, sozusagen zu verpfänden, möglich. Aber die Frage ist, was wollen wir im Endeffekt für eine Struktur erzeugen, um so etwas zu verhindern? Sollen die Menschen selber in der Lage sein zu lernen und sagen, weil das ist auch, geht ein bisschen in die Richtung, was du vorhin gesagt hast, von wegen ist es nicht akzeptabel, wenn Menschen Entscheidungen treffen, die sie selbst das Leben kosten. Im übertragenen Sinne. Also ich formuliere es ein bisschen krasser als das, was du formuliert hast. Weil die Frage ist, wann kommt daraus im Endeffekt eine Pflicht, dass ich jemanden unterstützen muss? Sei es jetzt über Sozialsysteme, sei es über Umverteilungsmechanismen, was auch immer dann, wie die Systeme im Einzelnen austariert sind, auch Thema Vermögenssteuer und so weiter, warum man das nicht dann nimmt. Die Frage ist, wie viel Freiheit wollen wir den Menschen angeben, zu sagen, über ihr eigenes Leben zu entscheiden. Wenn jemand eine Entscheidung trifft, die ihn um Leib und Leben sozusagen bringt, die Frage ist, wer greift dann ein und warum und mit welchem Interesse? Ich bin ganz klar in die Richtung zu sagen, wer idiotische Entscheidungen trifft, soll auch mit den Konsequenzen leben. Ich weiß, das ist eine harte Entscheidung und das ist, kann man sozialtechnisch beliebig argumentieren, aber das ist einfach die Frage, von welchem Wertestandpunkt setze ich. Ist sozusagen das menschliche Leben mehr wert als die Freiheit des Einzelnen? Oder ist die Freiheit größer und wichtiger als sozusagen im Verkehr miteinander, als dieser einzelne Aspekt? Also deswegen, die Banken, die sozusagen in dem System Geld einsammeln würden, können damit immer noch Schmu machen, aber sie können keine Geldschöpfung mehr machen. Sie können das Geld verlieren und dann ist aber klar, dass das Geld, was ich dort drin gegeben habe, weg ist. Also Geld kann man immer noch verlieren, sozusagen an Investoren, die nicht zurückzahlen. Aber eben, es gibt einen Rückhaltemechanismus, eben dieses Kriterium, wenn ich das nicht verkaufe sozusagen. Aber ja, also Freiheit ist schwierig. Ich nehme erstmal dich und dann dich. Also ich verstehe nicht, wieso es keine Geldschöpfung geben kann. Also sobald sich sowas wie Girokonten etablieren, sozusagen ein Kredere-Konto bei der Bank, wenn du deine Kredere da drauf liegen hast, dann musst du bloß 6% Verlust im Jahr bezahlen. Und das wird dann so üblich, dass das allgemeines Zahlungsmittel ist, dann hast du Geldschöpfung. Wieso nicht? Also die Geldschöpfungsinstitution ist diese eine Institution. Also im Moment plane ich, dass das sozusagen als privatrechtliche Stiftung durchgeht, die sozusagen hinter diesem System dann steht. Das heißt, diese Initialkonten liegen nur dort. Wenn du jetzt zu einer Bank gehst und der sozusagen dort eine virtuelle Kontoführung machst, kann die bei mir aber trotzdem nur ein Konto haben. Das heißt, sie splittet virtuell in irgendwelche Sachen das auf und kann dann sagen, okay, ich gebe dir sozusagen nur 6% Minus und das andere verrechne ich dann irgendwo. Aber dann hast du dort ein abstrahiertes Konto, aber sie kann keine Geldschöpfung betreiben. Irgendwann ist sie pleite, wenn sie das nicht hinbekommt. Naja, also das ist ja genau das System, das wir jetzt haben. Wir haben quasi, das was früher mal Gold war, was jetzt Zentralbankgeld ist, und wir haben darauf aufgesetzt ein privates Kreditgeldsystem.
Und wieso ist es nicht möglich, dass aufgesetzt auf Credere wieder ein privates Kreditgeldsystem entsteht? Das musst du nicht auf Credere aufsetzen, das kannst du jederzeit beliebig aufsetzen. So wie Payback kannst du im Endeffekt beliebige Kreditsysteme aufsetzen. Da musst du ja, also es gibt ja keinen Grund sozusagen auf einer privaten Währung eine private Währung aufzusetzen. Das heißt, wenn du ein Kreditgeldsystem machen willst, so von wegen, dass du sozusagen mit Schuldguthaben wieder arbeitest, das heißt, du hast jetzt einen Anspruch gegen denjenigen, der virtuell bleibt. Weil das ist ja sozusagen Kontokorrentkredite zum Beispiel. Du bezahlst etwas, wofür du noch gar kein Geld zur Verfügung hast. In Credere kannst du das nicht machen, weil die Konten nicht überziehbar sind. Du kannst nur den positiven Wert überweisen, den du hast. Wenn du jetzt in einen anderen virtuellen Raum gehst, in dem sozusagen jemand für dich diese Transaktionen bewegt, dann ist die Frage, wie lange er die Realtransaktion, die er unten drunter halt wirklich ausführen muss, sozusagen mit dem Geldvermögen, was er in Credere auf irgendeiner Form einsammelt, bekommt. Aber eben diese Schneeballsysteme brechen sehr schnell zusammen. Naja. Also ich glaube, dass es sich nicht lohnt, sozusagen auf Credere aufzusetzen, wenn du so eine Währung, wie du es gerade beschrieben hast, machen willst, die ganzen Barterclubs und so weiter, sowas läuft alles in der Richtung. Das heißt, du kannst erstmal dein Konto überziehen, kannst Waren konsumieren und musst es sozusagen im Nachhinein ausgleichen. Ist in den Credere-Konten direkt nicht möglich. Du musst dazu ein... Was? Das ist eigentlich nicht. Ich meine, das ist quasi sozusagen... Wie wir heutzutage auch Bargeld haben, das irgendwie direkt eine Forderung an die Zentralbank ist, und Geschäftsbanken, Giralgeld, das de facto eine Forderung an die Geschäftsbank ist. Aber in unserer Wahrnehmung ist es das gleiche Geld, obwohl es eigentlich was ganz anderes ist rechtlich. Und ich habe halt die Vermutung, dass das mit Credere genauso passiert, dass man halt die Original-Credere-Konten hat, aber dann bieten Banken Credere-Konten an, die nur mit 6% belastet sind. Und jemand merkt, okay, ich kann einfach das bei der Bank nehmen und kann damit auch alle meine Rechnungen bezahlen. Und dann, sobald sich das quasi als allgemeines Zahlungsmittel etabliert, diese Credere Bankkonten, können die Banken halt damit Geld schöpfen. Also natürlich nicht original Credere Geld, aber... Okay, bevor ihr da aufschreibt, im Endeffekt dieses Thema mit dem 100% Vollgeld. Die Frage ist, glaubst du, dass in einem 100% Vollgeldsystem dieser Mechanismus, den du gerade beschrieben hast, noch funktioniert? Naja, das ist eine andere Frage, oder? Nein, das ist im Endeffekt die Systematik, weil dieses Geld funktioniert wie ein Vollgeldsystem. Du kannst im Endeffekt keine Überziehung machen. Selbst, also wenn du dieses Angebot machst, wenn du das Geld sozusagen bei mir im Institut hältst, bekommst du, es ist eigentlich wie ein Kredit, du gibst diesem Institut einen Kredit über dein gesamtes Guthaben, überweist ständig dein Geld dorthin und der sagt dir, bei mir kriegst du 6% plus, weil er muss ja diese 6% irgendwo herbekommen. Er kann es nicht überziehen, das Institut kann niemals selber Credere erzeugen. Also ich kann aber doch jetzt ihm einen Schuldschein schreiben, dass ich ihm 100 Credere schulde. Ja, aber damit erzeugst du nicht Credere hier, sondern du erzeugst Ansprüche zwischen euch. Die Frage ist, wie weit dieser Anspruch, den du erzeugst, übertragbar wird. Genau, aber wenn ich dann eine Bank bin und vertrauenswürdig bin und alle Leute denken, hey, ein Anspruch gegen den Tom ist super cool, das ist genauso viel wert wie echte Credere, dann hat man eine Geldschöpfung. Ja. Das ist eben die Frage, ab wann beginnt Geldschöpfung? In dem Moment, wo ich jetzt hier ein Blatt Papier nehme, dir einen Schuldschein aufsetze, wenn das Geldschöpfung ist, aber wie gesagt, ich muss dafür nicht auf Credere aufsetzen, ich kann es sowieso machen. Aber genau dafür brauchst du Finanzmarktregulierung und Regulierung von Finanzinstituten, weil ansonsten wirklich jede Institution, die sich glaubwürdig genug etablieren kann, Schuldscheine ausstellen kann. Auch das, was ihr jetzt seht, also ich könnte mir auf dem System wirklich die interessantesten Hedgefonds basteln, die genau mit dem System zum Beispiel zu sagen, zukünftige Ausschüttungen heute schon zu verkaufen, könntest du enorme Blasen basteln, mit denen du enorme Gewinne aus dem System abschöpfst. Und dann ist es mir auch egal, ob von diesen enormen Gewinnen 12% abfließen, ich kann mir wieder weiter verbauen und weiterverkaufen. Die Frage ist aber, an wen verkaufst du diese Produkte? Und da wollte ich auf diesen Punkt zurückkommen mit dem Freiheitsbegriff versus irgendwo so ein Konzept, dass man Menschen vor sich selbst schützt. Also das ist halt das klingt mir sehr nach irgendwie einem neoklassischen Begriff von vollständigen Informationen und anderen Märchen, wo man davon ausgeht, wir Menschen hätten die Übersicht über das, was in der Wirtschaft um uns vorgeht und könnten deshalb gut begründete freie Entscheidungen treffen, was de facto einfach nicht der Fall ist. Die Großteil der Bevölkerung überschaut das in keinster Weise. Und wenn dann vertrauenswürdige Institutionen im Schicken der Eingangshalle steht
und ihr sagt, hier, du bekommst diesen wunderschönen Schutzschein und dir die Versprechen dazu, dann werden da Leute mitziehen. Das ist nun wirklich das, was wir bei unserer Bank aktuell erleben und was man auch noch viel härtere erleben kann, wenn man weniger Regulierung hat und Wucherer und diverse andere Akteure dieser Art trauen. Darum, die ganzen Regulierungsgeschichten hast du dann auch noch damit drin, glaube ich. Also wäre jetzt meine Frage. Also die Notwendigkeit. Die Notwendigkeit, ja. Genau, also ich für meinen Teil sage einfach, nö, wozu? Also ich würde sie nicht einbauen, weil ich einfach kein Interesse an diesen Regulierungsgeschichten habe. Weil im Endeffekt, am Ende läuft es ja doch darauf hinaus, wenn du sagst, also ich habe überhaupt kein Thema damit von wegen, ich unterstelle keine Informations, sozusagen, dass alle gleiche Informationen hätten und dass sie irgendwie für jeden selbstverständlich und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Für mich ist Freiheit tatsächlich einfach nur die Entscheidung zwischen Alternativen. Auf welcher Grundlage diese Entscheidungen getroffen werden, wie nachvollziehbar, wie wenig nachvollziehbar, wie bewusst, wie unbewusst und so weiter, das spielt an der Stelle für mich überhaupt keinen Aspekt. Weil ich sage einfach, du triffst die Entscheidung und du darfst sie auch treffen. Die Frage ist halt nur, an welcher Stelle greife ich ein, wenn diese Entscheidung, die du triffst, für jemand anders anfangen, Konsequenzen zu haben. Und das haben wir in unseren heutigen Strukturen leider sehr stark, weil wir viele Strukturen haben, wo Entscheidungen getroffen werden über andere, ohne dass ich die Möglichkeit habe zu intervenieren. Und die Frage ist doch, wie lange lässt sich so ein Hedgefonds-System, mal angenommen, wir hätten 2008 und 2009 das ganze Zeug zusammenbrechen lassen. Glaubst du, es würde heute noch ein Unternehmen geben, das Hedgefonds an den Markt anbieten kann? Ja. Ich meine, die auch gekauft werden. Also anbieten kann es immer. Ja, aber die Frage ist, heute noch im Krieg, aber 10 Jahre später, wenn die Menschen ja noch übrig sind? Weil das ist die Frage im Endeffekt, aber wie willst du diesen Mechanismus dann verhindern? Weil indem du Verbote schaffst, du hast ja gesehen, wir hatten doch diese ganzen Regulierungen, die sind alle aufgelöst worden. Das heißt, im Endeffekt, wenn die Menschen nicht, also wenn sie sozusagen an alte Fehler wieder anknüpfen, das kannst du doch sowieso nicht lösen. Das heißt, wozu mit der Regulierung anfangen, wenn der sachliche Menschenverstand, der dafür notwendig wäre, sowieso irgendwann hinterfällt, dann sagt er, ach, wozu brauchen wir das eigentlich? Keine Ahnung, ich kann mich nicht mal an keine Krisen mehr erinnern, wo sollen das herkommen? Ach, weg damit. Das heißt, im Endeffekt, warum im Endeffekt eine Systematik aufrechterhalten, die de facto nicht funktioniert? Und zwar, weil die Menschen im Endeffekt dann vergessen, welche Konsequenzen ihr Handeln hatte und dann die Regulierung ja doch wieder auflösen. Das heißt, wir drehen uns sozusagen im Kreis, ja, jetzt ist eine Krise passiert, jetzt müssen wir das wieder regulieren, okay, jetzt ist wieder alles entspannt, auch süß, es läuft ja alles ganz gut, lass uns die Regulierung mal wieder runterfahren, weil warum soll sich denn der Zyklus nicht wiederholen? Wir führen heute immer noch Kriege, obwohl wir so schlechte Erfahrungen damit. Also im Endeffekt, die Frage ist, du kannst es nicht auflösen. Du kannst im Endeffekt mit der Regulierung das Problem nicht lösen, was entsteht, wenn Menschen nicht denken. Wenn sie Entscheidungen treffen und ihre... Ja, es ist irgendwie ein Meta-Argument. Du kannst... Die Regulierung funktioniert nicht, weil man sie irgendwann wieder abschafft. Also. Ja, aber was ist denn das Pro-Argument, warum es sinnvoll ist, also diese Regulierung aufrechtzuerhalten, wenn wir ganz klar gerade erst die Erfahrung gemacht haben, wir hatten Regulierung, es gab Interessen, sie aufzulösen und diese Interessen haben sich durchgesetzt. Und du sagst, jeder, der in diesem Bankgebäude ist, kann davon überzeugt werden, Unsinn zu machen. Ja. Erst du. Mach's. Ich finde es witzig, weil es irgendwie gerade so ein bisschen aneinander vorbei, ich glaube, wo wir diskutiert. Was ich hier noch gerne sagen würde, ist, das Argument mit der Regulierung kann ich überhaupt nicht gelten lassen, weil wir haben keine funktionierende Regulierung. Also wir haben ja vor der Finanzkrise keine funktionierende Regulierung gehabt, wir haben danach Bestrebungen gehabt, sie einzuführen. Jetzt haben diese Bestrebungen sich durchgesetzt, dass es doch nicht kommt, Stichwort Basel III etc. Also ich finde es jetzt gerade irgendwie gar nicht passend, diese Regulierungslatte irgendwie an das anzulegen, weil die Regulierung, also wir haben ja auch gar keinen Katalog an funktionierenden Regulierungen, den wir jetzt irgendwie anlegen könnten und sagen können, okay, man kann das machen, man braucht aber aus der Erfahrung diese und jene Regulierung, damit es funktioniert. Das Freiheitsargument ist ja nochmal eine ganz andere Debatte, macht ja nochmal ein ganz anderes Fass dann auch. Aber die Frage der Regulierung, um menschliches Fehlverhalten im Prinzip schon so einzupreisen oder so einzugesetzen, die stellt sich doch hier gar nicht, weil die Regulierungsmechanismen, die wir jetzt aktuell haben, schon gar nicht greifen. Also entweder reden wir über neue Regulierungen, dann können wir auch über sowas ganz neu reden, weil die alten Regulierungen, auch diese alten Denkweisen oder Denkweisen, dass wir schon davon ausgehen, dass es Intermediäre gibt, die dann Fehlverhalten oder Fehlblasen hervorrufen, das finde ich passt dann gar nicht mehr dazu. Also interessant wäre auch sich zu fragen, okay, wenn wir sowas ansetzen als neue Idee, auch gerade dann, dass wir sagen, viele Menschen haben auf einmal Kriterien, die sie vorher nicht hatten, die also konsumtiv tätig werden können, das
gesehen. Ich fand das ganz interessant, was du meintest mit diesem, auf einmal kann sich der Händler entscheiden, ob er 10% seiner Ware, die ja sowieso meistens weggeschmissen wird, dann einfach in Form von Kreditware oder als Annahme von Kredite verkauft. Ist ja schon eine interessante Gedankenfrage und ich sehe auch ehrlich gesagt gar nicht die Personen, die jetzt da große Kreditmengen irgendwie abschöpfen wollen und vergeben wollen. Wer soll das denn sein? Also wenn du nur 1000 Kredite hast, dann bist du ja eine Einzelperson. Wenn du jetzt sagst, du willst Geld von mir, dann gebe ich dir halt 900 oder so, aber da bin ich ja kein Intermediär. Insofern brauche ich auch keine Regulierung. Also ich weiß jetzt nicht, wie du da so drauf kommst. Okay, erst du noch kurz. Ja. Also ich habe das jetzt wirklich mal weitergesponnen und bin davon ausgegangen, wir ersetzen unser Geldsystem durch dieses System. In diesem Fall und wenn dann in irgendeiner Weise wir es hinkriegen, die Wirtschaft so zu gestalten, dass weiterhin Kredite vergeben werden, die unternehmerische Projekte möglich machen, werden Intermediäre notwendig und es wird diese Ballung geben und ich glaube, also mein Punkt mit Regierung ist, also wir haben zu wenig Regulierung und das Problem wird bestehen bleiben, genau da. Das ist der Punkt. Also ich glaube nicht, dass dieses System alleine das Regulierungsproblem behebt. Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, wir haben in unserem System doch schon einige Regulierungen, die ganz gut funktionieren, weil es kann nicht jeder Akteur einfach so losspringen und wahllos Kredite vergeben. Zumindest ein gewisses Maß an Auflagen ist da, ein gewisses Maß an Dimensionspflicht. Auch wenn das nicht ausreicht, wo ich sofort zustimmen würde. Das stehen wir schon besser da als in einem System der völligen Willkür. Und darum, also ich glaube halt, ja, also ich wollte eigentlich nur anmerken, das Regulierungsthema ist da nicht drin. Als letztes und vielleicht noch ganz kurz, also ich glaube, das Grundeinkommen-Thema ist da drin und das macht es spannend und stark. Ich finde es auch sehr spannend, dass dann so ein Konvergenzsystem für die maximale Geldmenge drin ist. Was, ja, wenn man es hinkriegt, die Regulierung zu lösen, dann auch sehr spannend sein kann. Was allerdings dann wiederum führt zum Einführungsproblem oder ja, Transitionsproblem. Und da glaube ich, müssen wir dann auch noch richtig drüber diskutieren. Also, das ist auch noch ein Riesenbatzen. Okay, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Ich will jetzt bloß noch die zwei Rückmeldungen oder du noch? Also erst Grün. Nein, ich gehe nicht. Einmal du? Ich wollte nur anmerken, dass wir über das Zeit sind. Deswegen, ich will es gerade einsacken. Ich bin fertig bis jetzt. Okay, ich wollte es gerade noch da nochmal weiterstellen, wenn man wirklich sagt, dass man unsere Währung jetzt hat ersetzt durch diese Kriterien, dann müsste man ja auch sozusagen Arbeit anders entlohnen. Das wäre nicht mal das Leistungsprinzip gekoppelt, so wie es heute ist. Mein Punkt wäre so, ist unsere Gesellschaft in unseren Köpfen, sind wir schon so weit, dass wir das wirklich machen würden, dass wir arbeiten sozusagen ohne dieses Leistungsprinzip zu machen oder okay. Arbeit entlohnen dem... Sag dann gleich noch ganz kurz, was du vorhast. Noch okay. Nur ganz kurz. Ja, der Titel war, ohne anderes Geld kann man es wirtschaften. Genau. Und wenn ich mir meine Idealwirtschaft vorstelle, dann hat sie zu obersten Prinzipien Sozial- und Umweltverträglichkeit. Und wenn ich diese Ziele ansetze, dann finde ich durchaus auch andere Möglichkeiten, das zu erreichen. Diese neuen Geldformen, Komplementärwährungen, scheinen immer so Komplettpakete zu sein, die, wenn man sie erstmal einführt, dann am Ende sich ausbreiten und nur Gutes bewirken. Ich möchte eigentlich nur sagen, es gibt auch viele andere Möglichkeiten, zur sozialen, umweltverträglichen Wirtschaften zu kommen, die vielleicht sogar leichter einzuführen wären als diese Währung. Okay, ich mache dann nochmal ganz kurz, also der eine Punkt mit den Regulationen, gerade das Thema Trennbankensystem. Es gab die Regulationen in den USA, die sind abgeschafft worden und danach ist die Krise entstanden. Also wir haben die Erfahrung, dass wir Regulationen haben, die funktioniert haben, zumindest bis dahin, und die dann aufgelöst wurden. Und das ist im Endeffekt das Problem, was ich mit keiner Regulierung hinbekomme, zu sagen, wie schaffe ich eine Regulierung so, dass sie nicht wieder aufgehoben wird und trotzdem flexibel bleibt, weil sie muss ja den neuen Sachen... Deswegen, das ist die Schwierigkeit aus meiner Sicht. Das Leistungsargument mache ich jetzt nicht nochmal komplett auf, aber es wird hiermit nicht aufgehoben. In dieser Form ein gezahltes Grundeinkommen heißt nicht, dass Arbeit weniger entlohnt wird oder weniger leistungsintensiv. Alles, was du im Gegenteil mein Argument ist, warum ich gegen bedingungsloses Grundeinkommen bin, für Grundeinkommen, ohne bedingungslos davor, weil da stelle ich nämlich genau hin zu sagen, alles, was du erarbeitest, gehört dir. Und
Das kommt dazu. Also das nur so den Rahmen. Also Leistung soll immer noch komplett bezahlt werden. Ich sage nicht, dass du deswegen kostenlos arbeiten sollst. Auf keinen Fall. Was war jetzt dein... Ach ja, genau, die ökologische Geschichte. Es gibt einen Haufen Gedanken, ja, aber im Endeffekt mein Stichwort dafür. Das heißt, es gibt einen Haufen Gedanken dafür, wie man natürlich andere Sachen anders angehen kann. Die Frage ist halt nur, wie kriege ich den Türöffner hin? Wie kriege ich das sozusagen zu einer großen Bewegung? Transition Towns und so weiter, das sind alles Entwicklungen. Die Frage ist, wie kann ich die Anreize schaffen? Das System ist am Anfang überhaupt nicht ökologisch. Das macht genau das Gegenteil. Aber es knüpft daran an und aus meiner Sicht, der größte ökologische Faktor, den wir uns leisten können, ist, wenn wir es schaffen, die Arbeitsplätze aufzubrechen. Das heißt, wie viel ökologische Ressourcen spare ich ein, wenn ich die Leute vom Autofließband wegkriege? Das heißt, wenn ich, mal angenommen, VW, BMW, die produzieren nur noch die Hälfte. Wie viel ökologische Sachen habe ich dann eingespart, weil ich nicht mehr die Arbeitsplätze brauche und die Autos sowieso nicht? Das heißt, es wird sozusagen ein Absatzmarkt gemacht, der tatsächlich Bedürfnissen entspricht und nicht Gewinnstreben. Das sozusagen als großes Bild. Es hat Potenzial. Dieses Geld löst keine Probleme. Es eröffnet Wege. Mehr soll es auch nicht tun. Alles andere beginnt hier oben. Und damit entlasse ich euch für heute. Und vielen Dank für das Interesse.